hereinspaziert. Es warten wieder 5 umwerfende Wohnobjekte auf uns. Zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern brechen wir auf zu einem neuen Abenteuer quer durch die Schweiz. Das Einzige, was sie voneinander wissen, ist der Vorname, das Alter und der Beruf. Geschickt zu beobachten und kombinieren ist also gefragt, um herauszufinden, wer wo daheim ist. Machst du mir auch einen neuen Schal? Ja, kann ich, ja. In jedem Objekt gibt es eine Schätzfrage. Wer am nächsten dran ist, bekommt einen wichtigen Hinweis auf die Person, die dort wohnt. Hier kommt die Joker. Merci. Wem seine Taktik geht auf? Und wer stellt die richtigen Fragen? Ist es passt zu mir? Ja, glaubst du, das ist mein Spiegel? Wer findet heraus, wer wo wohnt? Miteinander am Rücken kratzen. Yeah! Das ist der Augenblick der Sendung, wo ich mich immer sehr darauf freue. Der Moment, wo sich die 5 zum ersten Mal sehen. Und da kommen sie ja schon. Unsere erste Mitspielerin ist Vanessa. Ja, ich bin ziemlich nervös. Es ist etwas Neues, eine neue Erfahrung. Aber ich bin gespannt und ich bin sicher, es wird sehr lustig. Als nächstes haben wir den Angelo. Ich bin sehr ein impulsiv zündender Mensch. Also mir fällt es schwer, mich zurückzuhalten. Darum versuche ich einfach so viel zu streuen, wie es geht, dass man einfach überfordert ist. Und dann kann man es auch nicht mehr zuordnen. Und da kommt Gabriela. Ja, mir geht es wirklich eigentlich darum, einfach irgendwie ein paar gute Tage zu haben, neue Leute kennenzulernen, andere Wohnungen zu sehen, andere Häuser. Finde ich einfach alles Inspiration. Der 4. im Bund ist der Adrian. Ich bin gespannt auf die verschiedenen Objekte, die wir anschauen können. Ich bin sehr gespannt auf die Einrichtungen und auf die Reaktionen meiner Gespenstchen natürlich. Und die Runde komplett macht Fabienne. Ich glaube, es kommt ein riesen Abenteuer auf mich zu. Also, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es noch andere Leute gibt, die sich hier freiwillig auf das einlösen. Ja, herzlich willkommen bei «Wer wohnt wo?». Schön, dass ihr dabei seid. Man hat ja üblicherweise nie eine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Also schaut ein bisschen um. Was fällt noch auf? Es wird extrem schwierig. Und es wird sehr spannend. Es wird sehr spannend. Ja, definitiv. Ich helfe immer ein bisschen nachher mit dem Namen, mit dem Alter und dem Beruf. Und los geht's in der goldenen Mitte bei der Vanessa. Sie ist 48 und sie ist Architektin. Frau vom Fach. Spannend. Also ich hätte jetzt hinterher gedacht, dass sie irgendwie bei einem Lismer-Verein dabei ist oder so. Das ist meine Mutter. deine Mami hat deine Mami den Schal gemacht? Ja. Wow. Gut, also die Architektinnen müssen ja nicht können lismen in dem Sinn, oder? Aber ja, sie müssen gut können planen. Bist du eine strukturierte Person? Bist du eine, die sagt, so, nach diesem Plan gehe ich hier vor? Architekten sind oft Chaoten. Aha. Ja. Du bist mehr chaotisch oder mehr? Mehr chaotisch. Da bin ich ja sehr gespannt. Vanessa ist für mich so ein bisschen ein farbiger Paradiesvogel. Sie ist Architektin. Sie ist wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, sie wohnt sehr farbig. Stelle ich mir jetzt einfach vor, einfach mit ihrer Erscheinung. Wir gehen zu der Gabriela. Ganz am Rand. Und Gabriela, sie ist Gestalterin von Beruf und sie ist 51. Das verratet noch nicht so viel, hä? Nein. Und was? Also Gestalterin von was? Also ich habe auch gerne schöne Sachen. Ich tue gerne mit den Händen arbeiten, tue gerne Sachen recyceln. Und gestalten habe ich schon immer. Ja, das ist einfach mein Leben, meine Leidenschaft. Gabriela wohnt in einem Chalet, könnte ich mir vorstellen, wo viel selber gestaltet, gemacht ist. So. Wir kommen zum ersten Mal in der Runde, und zwar das zweitäusserste. Das ist der Adrian. Er ist 50 und von Beruf ist er Fachplaner für Medientechnik. Ja, was macht man als Fachplaner? Ja, also ich mache Konzept und Planung für audio-videotechnische Anlagen. Für Museen, Besucherzentren, öffentliche Bereiche und Firmengebäude. Also was heisst das? Du hängst Beamer auf und Monitoren? Ich hänge sie nicht auf, ich plane sie. Entschuldigung, ja, genau. Du bist ja der Planer. Genau. Also sehr technisch? Sehr technisch, ja. Genau. Also ich würde sagen, er ist eher ein Zurückhaltender, aber bei ihm
weiss man nicht so recht, da könnte ein spezielles Hobby hinterher wo man überhaupt nicht damit rechnet. Sei das irgendwie Fischen oder, ist noch schwierig zu sagen, Badminton spielen. Schwierig zu sagen, ja. Es geht wieder in der Runde, und zwar bei unserer Primarlehrerin ganz aussen. Sie ist 47 und sie heisst Fabienne. Willkommen, Fabienne. Hallo. Hallo. Als Lehrerin, wie alt sind deine Kids, die du unterrichtest? Die sind jetzt momentan 7. 7? Ja. Also erste Klasse? Erste Klasse. Und die sind ja fadengrad, Kinder, die nehmen häufig kein Blatt vor das Maul. Ja, sehr Bist häufig. Du das auch? Willst du genau sagen, was du denkst bei den anderen? Absolut. Ja. Fabienne, sie ist vielleicht, sie sieht so aus, etwa im Moment ein bisschen so strikt. Ich glaube, sie ist aber nicht. Sie ist mehr verspielt, als man denkt. Es fehlt nur noch einer im Bund, und das ist der zweite Mann in der Runde. Es ist der Angelo. Der Angelo ist 30. Und jetzt dürft ihr mal raten, was der Angelo von Beruf könnte sein. Wer gibt einen Tipp ab? Gymlehrer. Gymlehrer? Ja. Nicht schlecht. Nein, okay. Nein, stimmt nicht. Stimmt nicht. Adrian, ein Modedesigner. Könnte auch sein, gell? Nein. Willst du auch noch einen Tipp abgeben? Ja, Schauspieler. Schauspieler? Und der hat die Heimvorteile in dieser Sendung. Ja. Nein. Der Angelo ist weder Gymnasiallehrer noch Schauspieler. Habt nicht, der Angelo ist von Beruf Uhrmacher. Jawohl. Wow. Oh. Ja, ich musste es erwarten. Bei mir tickt es nicht mehr richtig. Darum habe ich gedacht, ich brauche ein bisschen geregelte Arbeitsabläufe. Darum ist es so? Ist man als Uhrmacher so taktet? Ja, also frag mich, was für Zeit das ist. Ja. Ich glaube, er ist noch so jung und so unbekümmert und so frech auch. Er ist. Also, der Angelo ist einfach wirklich der mit dem Pokerface jetzt hier in dieser Runde. Wie tickst du so im Spiel? Also, ich versuche nicht selber ins Fettnäpfchen zu treten. Und so fest wie es geht, provozieren. Provozieren? Das haben wir bemerkt. Okay. Le provocateur. Le provocateur. Ja, höchste Zeit also, dass wir das erste Objekt anschauen. Ich freue mich. Kommt mit, wo unsere Reise startet, seht ihr jetzt. Los geht's im Baselbieter Allschwil. Allschwil ist die Gemeinde mit den meisten Einwohnern im Kanton Basel-Landschaft und liegt direkt an der Grenze zu Frankreich. Die Sechser-Tramli verbinden Basel Stadt und Land. Wer bis zur Endstation fährt, landet mitten im historischen Dorfkern von Allschwil. Es war einmal ein Bauerndorf und hat darum noch viele Riegelhäuser, die denkmalgeschützt sind. In Allschwil steht auch die grösste und älteste Blindenhundeschule der Schweiz. Die jungen Labrador-Retriever stammen alle aus der hauseigenen Zucht. Da werden sie mit viel Liebe aufgezogen. Mit 18 Monaten starten sie ihre Ausbildung zum Blindenführhund. Als treue Helfer stehen sie dann bis zu ihrem 11. Lebensjahr im Einsatz. Nur 200 Meter von der französischen Grenze weg liegt das moderne Einfamilienhaus. Es ist das erste daheim, das wir besichtigen können. Wir stehen hier vor dem ersten Objekt, unser modernes Einfamilienhaus. So sieht es aus und gleich dürft ihr rein. Und es lohnt sich ja gut aufzupassen, weil ihr wisst, wer am Schluss am meisten richtige Zuordnungen macht, der oder die gewinnt. Und zwar 2 Übernachtungen im Hotel Giardino in Ascona für 2 Personen. Und jetzt braucht es nur noch den Schlüssel. Wer möchte das erste Objekt aufschließen? Sehr gerne. Du, also ganz allein. Also bitte. Du vorab und alle anderen hinter drei. Bitte schön. Angelo reibt sich schon die Hände. Ich will den gewinnen. Alle wollen. Gehen wir rein ins moderne Einfamilienhaus. Schau mal, so viele Bilder. Oh, aber schau mal, das ist schon lustig. Eine Familiengeschichte dahinter. Aber dahinter, schau mal. Dahinter, ja. Ah, das ist der Trick. Jetzt kommt ja, genau. Also, das muss ein Familienmensch sein. Sehr cool, natürlich mit diesen Schwarz-Weiß-Fotos, die hier einfach die wirklich aussagekräftigen Bilder verdeckt haben. Sehr eine coole Lösung. Cool. Ja, ist super. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Und eine leuchtende Kerze. Kann man machen. Kann man machen? Ja. Vor allem ist es voll nicht erwartet, in so einem Neubau nachher mit diesen schönen antiken Möbeln drin. Ja, und ich glaube, für das bist du wie Zierung, oder? Ja, ja. Gell schon.
Ich glaube. Ja, aber du siehst nicht die orange Kerze. Nein, ja, die passt aber nicht zum Uhrenmachen. Nein? Ja. Okay. Das Objekt ist klar strukturiert und es hat überall Kunstobjekte. Mit den grossen Fensterfronten ist das Haus wie ein Aquarium. Es ist sehr hell da innen. Oh, wow. Für das bist du jetzt jung, gell? Das ist wieder eine moderne Kunst. Cool. Wieso? Wieso? Gefällt dir das? Ja, also wenn es dunkel ist, ist es schon noch praktisch. Komm ich wenigstens. Gut, da hast du so viele Fenster, gell? Ich sehe nicht. Vielleicht habe ich diverse antike Sachen. Ja, schöne alte Lampen. Die Küche hat mich erstaunt, ist nicht so gross. Ich habe gedacht, in diesem grossen Raum hätte ich jetzt wie eine grössere Küche erwartet. Aber auch sehr eine Küche, in der glaub, auch drin gelebt wird. Ich habe so das Gefühl, das ist so ein bisschen, könnte so das Herzstück von diesem Wohnobjekt sein. Mhm. Backofen hat eine gute Höhe. He? Ja, sehr gut. Ich tendiere mal. Gut, nein, vielleicht backst du ja gerne. Ich backe extrem gerne. Ja. Schon? Ja, ja. Bist du ein Bacher? Ich bin ein Bacher. Ja, das sieht man. Ein Kocher. Ein Bacher und ein Kocher. Und ist das gut zum Guetzeln? Was meinst du, die Abdeckung? Ja, die passt. Ja. Gut, kannst du gut abputzen, oder? Ja, das ist super, zum Mailänder ausgleichen. Ja. Das ist tipptopp. Schön dick. Was machst du da drauf? Ah. Passt. Gut überlegt. Mhm. Vielleicht mache ich dort einen feinen Zopf am Sonntag zum Morgen. Wer weiß? Würde mir einmal gefallen dort. Sehr schön, offen, gross, ist super. Ich glaube, er ist nicht der, der backt. Ich glaube, er ist eher mit einer Frau zusammen, die für ihn backt. So, dann würde ich sagen, nehmen wir Platz. Nehmen wir mal Platz. Tisch. Der ist mega schön. Sehr cool. Sehr schön. Auch wieder alt. Der lebt, hä? Der lebt, der hat eine Geschichte zum Erzählen. Und die sind auch schön. Hagen Glarus. Was? Aha, Moment. Hagen Glarus. Hagen Glarus. Kennst du nicht? Willst du schauen? Darunter würde es wahrscheinlich stehen. Wenn wir einen umkehren? Kehren einen um. Das dürfen wir. Ich glaube nicht. Ja, ja. Siehst du? Hagen Glarus. Ah, du kennst dich aus mit ja, Möbel in dem Fall. Ja, ein bisschen schon. Ja. Es ist eigentlich wie ein Aussensofa. Man sitzt so wie, man hat das Gefühl, sitzt oder? Man sitzt eigentlich draussen. Ja, komm, wir ja. Sitzen mal an. Da kannst du vielleicht alles aufmachen, die Türen. Ah, so, oder? Ah ja. Oh, ich weiß genau. Es nicht. Es ist schon wieder Salzburenbänkchen. Ja, es hat sehr viel Holz und so schöne Holzstücke. Auch das Fernsehzimmer lässt zum Verweilen ein. Die Ausrichtung ist perfekt positioniert. Der Blick ins Grüne macht am Bildschirm aber grosse Konkurrenz. Das ist wie ein Kino, sieht man im Garten. Es passiert immer etwas in einem Garten. Puh, architektonisches Aquarium, also extrem viele Fensterfronten. Es ist natürlich phänomenal, wenn man so in die Küche überschauen kann. Und durch die verschiedenen Scheiben kommt eigentlich der Bau zur Wirkung. Also ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich mir so vorstelle, wenn dort Fabienne mit ihren Kindern an diesem Esstisch hockt. Weißt du Fabienne? Irgendwie so vom Gefühl her, so in einer kleinen Vorstadt in Allschwil, Lehrerin, das passt doch irgendwie. Ja, nein, das Gefühl, vielleicht ein bisschen ausgestellt. Nein. Und auch also, ein bisschen heiß, nicht? Also wenn jetzt dort, stell dir vor, wenn es dort die Sonne anprägelt. Ja, ja. Dann hast du nicht das Aquarium, dann hast du ein Treibhaus. Ja. Denke. Dann ist es eher ein Treibhaus. Mhm. Nein, aber ich glaube, dann machst du einfach alles auf, oder? Und dann ist es wieder herrlich, jo. Dann lebst du im Garten. Jo. Ich hätte gesagt, Gabriela vielleicht. Das wäre besser. So handwerklich begabt. Ja, und eben, dann man kann so ganz viele Sachen sind so selber gemacht. Trouvé, ja, irgendwie genau. Ist schon noch speziell. Der dritte, das ist ja der Hammer. Der ist super. Schon wieder etwas Altes. Da hat jemand gerne Antiquitäten und alte Sachen, die Geschichten erzählen können. Apropos Tritt. Die Stahlstege, die das Licht durchlässt, die führt uns direkt in den Oberstock. Die Stege ist auch gleich, gell, mit dem Belag. Ja, ist nee, also. Sehr cool. Extrem cool. Ah, da kommen jetzt einige Türen. Ah, Bilder. Mal, das ist Luzern. Anno, 1597. Ah, Luzern. Bist du nicht aus Luzern? Mal. Doch, eben. Gell? Ich koche hier unten. Ja, stimmt. Du kochst ja schon.
Kochen, Backen hier, eine schöne Küche. Genau. Und schön. Ja, ich weiss, wo das KKL steht und ja, ich weiss, wo das Verkehrshaus steht. Und das ist es dann, glaube ich, etwa. Oh. Eieiei. Schön. Ein Schlafzimmer. Auch da sorgt die grosse Fensterfront für viel natürliches Licht. Es ist einfach und funktional eingerichtet. Schön. Das scheint ein Kinderzimmer zu sein. Ja. Oder ein grösseres Kind. Ein grösseres Kind, ja. Könnte vielleicht ein weibliches Kind sein. Eher weiblich, ja. Schmuck oder und so. Jemand, der gerne Pflänzchen züchtet. Das sind doch alles Nachzügler. Ja. Das sind so Ableger, wo du das Wasser einstellen kannst. Und dann kommen sie. Ja, der Mensch in diesem Zimmer hat gerne Pflanzen. Habe ich jetzt unten nicht so gesehen, Pflanzen. Deutet für mich jetzt auch wieder darauf hin, dass es vielleicht schon ein eher ein bisschen älteres Kind ist. Da im zweiten Schlafgemach kommt man natürlich auch in Genuss von dieser herrlichen Aussicht. Der Bewohner oder die Bewohnerin von diesem Zimmer hat offenbar einen grünen Daumen. Pflanzen immer sehr grün, aber zurückgehalten, relativ schlicht. Objet trouvé. Im Kinderzimmer ist er schlicht wieder, sehr aufgeräumt. Er spricht für eher so ordentliche Kinder. Kleine Objekte, die etwas erzählen. Natürlich weiß ich nicht was. Aber die erzählen etwas, das merkt man. Also, dass sie haben eine Bedeutung, eine Erinnerung. Wo geht's mal mit den alten Kameras? Unten haben wir ganz viele Fotos gesehen. Mhm. Das passt, aber... Das sind also analoge, oder? Analoge, ja. Viele Schmuck. Schau, das gehört mit Mädchen wieder, tatsächlich. Es sind zwei Mädchen. Mhm. Ganz klar. Ja, schöne Fotos. Schau mal. Ich meine, die Rahmen, die sie überall haben, sind schon speziell. Das heisst, es muss jemand sein, der noch ab und zu in eine Brocke geht. Oder irgendwie so ein Sammelsurium, das Böderrahmen hat, die letzten Jahre also, angesammelt. Ich tippe für Gabriela. Schon? Ja. Das Bauchgefühl. 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 Und mein Bauchgefühl sagt, dass da irgendwo doch noch ein älteres Schlafzimmer muss sein. Verschiedene Stile sind da neu kombiniert. Eklektizismus, sagt man dem in der Fachsprache. Also für mich ist es jetzt im Fall klar, wer hier wohnt. Schon? Ja, Orange kommt immer wieder. Oh, schon! Du verschwindest gerade im Bild. Spannend. Ja. Hey, voll. Das ist ja cool. Das passt schon sehr. Fabienne, die ist verschwunden vor dem Bild. Die konnte ich anstellen, da waren nur noch zwei Beine, der Rest war voll. Perfekt. Okay, das ist jetzt offensichtlich ein... Das sieht nach älteren oder? Schlafzimmer, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Genau. Kriegen wir irgendeinen Hinweis bei den Büchern? Ja, ich bin eben am Schauen, aber ich will nicht gehen. Über Gestaltung, also, es ist recht verschieden, durchzogen. Es ist, glaube ich, ein bisschen alles da. Kannst du jetzt da eins zwischen draussen pflücken? Ich will, es hat so Ding dazwischen gelebt, dass es nicht geht. Aber es sieht von weitem aus wie ein ganzer Stab. Das ist mega gut gemacht. Ja, aber es gibt jetzt auch keinen Hinweis auf Architektur? Nein, aber Gestaltung auch nicht. Es ist so ein bisschen leicht verwirrend. Also es ist alles drin. Ja. Das Bücherregal in diesem Elternschlafzimmer habe ich noch schön gefunden, weil es so auch unkompliziert ist. Also es muss ja nicht so stehen wie in einer Bibliothek, sondern es ist einfach gerade, wie es ist. Das habe ich noch schön gefunden. So ein bisschen unsteril. Die Vanessa und Angelo tauchen unterdessen in ein himmelblaues Zimmer ein. Da scheint eine Person zu wohnen, die gerne reist. Die Weltenbummler. Schau, riesige Karte. Jemand, der reist? Ja, da ist definitiv recht. Verschiedene Einflüsse, schau mal. Man muss schon ganz kurz. Oh, ganz wichtig, die Aufgabenliste, was man zu tun hat. Dreimal putzen, das muss jemand sein, der einen ganz klaren Terminplan durchgibt. Oh, Paris, Paris. Mm-hmm. Très joli. Ja. Tu vois? Bien sûr. Bien sûr. Gabriela hat ja gesagt, sie du gerne mit den Händen arbeiten, oder?
Genau. Und jetzt haben wir hier doch lauter Gegenstände, die eigentlich nur so zum Malen da sind. Plötzlich bist du wie ja, daheim. Wieder wie daheim. Also mit meinem kleinen Kind. Oder? Und jetzt die Platte. Aber schau jetzt mal, es hat Jasskreide. Siehst du, das ist. Ich meine. Jetzt können wir uns verewigen. Ich verstanden. Du bist daheim. Ich sag's dir. Ich habe immer noch etwas dabei, aber für das brauchen wir die 5. Kommen doch schnell ein bisschen näher. Dann können wir den Joker in Angriff nehmen. So! Es ist immer schön, euch ein bisschen in die Augen zu schauen und probieren abzulesen, was ihr da entdeckt habt. Oder wer da wohnt. Das erste Objekt. Gibt es Eindrücke? Ja. Ja, ja. Das war ein bisschen wie ein Überraschungsei für mich. Warum? Ja, top modern und nachher kommst du rein und siehst all die Objets trouvés. Angelo, on parle français, hein? Objets trouvés. Dabei wäre doch das Vanessa, du mit deinem Akzent, oder? Müsste ein bisschen mehr von dir kommen. Ja, genau. Es ist abgefahren. Es ist schon abgefahren. Du, ein Objekt und ein Fair-Job. Wunderbar. Schöne Idee, wer hier könnte daheim sein von euch 5, Gabriela? Nein, bin ich nicht sicher. Nein. Fabienne? Ich habe 2 Verdächte, ja. Ich habe einen kleinen Vorteil. Ich weiss natürlich, wer wo wohnt, aber ich bin bereit, ein bisschen etwas zu teilen. Hier gibt es einen Joker, wo ein Hinweis drinnen ist zu der Person, die hier daheim ist. Und es gibt eine Schätzfrage. Wer am nächsten dran ist, darf reinschauen und hat hoffentlich einen Mehrwert. Manchmal verwirrt er auch ein bisschen den Joker, aber ich bin mal gespannt. Habt ihr etwas zählt im Haus, wo ihr denkt, das könnte eine gute Schätzfrage sein? Kerzenständer. Ja, Kerzen. Kerzen oder Kerzenständer? Nein, Kerzen. Und du? Kerzenständer oder Bilderrahmen. Also hast du in dem Fall zählt, Angelo? Nein. Schau, weil es wären Kerzenständer gewesen. Sehr schau. Wie viel hat es denn hier in diesem Objekt? 23. 23 für Angelo. Vanessa? 27. 27 für dich. Gabriela? 34. 34 ist notiert. Fabienne? Sag ich jetzt 19. 19 für dich. Und last but not least, Adrian. Nimm 30. Gerade 30. 30. Ja, die richtige Anzahl getöpft hat leider niemand von euch. Jemand ist aber nur ein Kerzenständer daneben gelegen. Richtige Antwort war 24 und damit am nächsten der Angelo. Yeah. Angelo, hier kommt dein Joker. Gut beobachtet. Das heisst, alle anderen dürfen jetzt mal zum Fenster rausschauen und du schaust mal rein. Wenn ich Leute beobachte, die mit dem Hund Gassi gehen, dann habe ich irgendwie so das Gefühl, oh, der Hund passt zu dieser Person. Und wenn ich jetzt so den Struppi anschaue und irgendwie müsste zu einer Person zuordnen von diesen Kandidaten, dann ist es für mich ja, klar. Er hat schon reingeschaut, es war ein kurzer Blick. Hast du alles erlebt? Ja, es gelangt. Es hat gelangt, wirklich. Und verratest du ein bisschen mehr? Das gewisse Ding, das ich gesehen habe, kann man oft auf eine Person darauf zurückgreifen. Also, wenn ich in die Augen der anderen 4 schaue, würde ich sagen, Bahnhof. Ja, ich schaue in 4 Gesichter und sage, was willst du sagen? Ja, es ist eben mega schwierig, es nicht zu sagen gleichzeitig. Aber es ist wie ein Puzzleteil, das passt? Oder, es ist so etwas, oder gar nichts oder neu für dich? Normalerweise, wenn ich. Nein, ich darf wirklich nicht zu viel sagen. Nein, es ist wirklich. Ich behalte es jetzt mal für mich. Ich hatte den Joker sehr gerne und bin ein bisschen enttäuscht hat Angelo nicht mehr verraten, was er dort gesehen hat. Ich meine, es hat uns anderen ja überhaupt nicht gebracht. Frag mich, wie viel es ihm gebracht hat, obwohl er hat ja gesagt, es bringt ihm mega viel. Aber der Schauspieler. Super, Angelo, genau so macht man sich Freunde. Ja, ja, genau. Danke, merci vielmals. Ja. So viel also von unserem modernen Einfamilienhaus. Das war das erste Objekt. Lust aufs nächste? Ja! Ja! Ja, ja. Also, gehen wir, der Bus ist parat und wir haben ein bisschen Fahrt vor uns. Kommen wir mit. Wer könnte in diesem modernen Einfamilienhaus wohnen? Backt hier der Hobbybäcker Adrian in der modernen Küche seine Guetzli? Oder passt die schlichte Einrichtung besser zum Uhrmacher Angelo?
Vielleicht bekommt ja Primarlehrerin Fabienne in der Schule nicht genug von den Kindern über und hat darum noch drei eigene daheim. Möglicherweise stammt die Idee mit der Fotowand von der Gestalterin Gabriela. Oder hat die Architektin Vanessa beim Bau des Aquariums ihre Finger im Spiel gehabt? Unser zweiter Halt führt unseren Kanton Luzern, genauer gesagt in eine Enklave, die Pfäffikon heisst. Die luzernische Gemeinde liegt im Grenzgebiet zum Kanton Aargau und ist baulich mit den Aargauer Gemeinden Menziken und Rheinach verbunden. Bis ins Jahr 2012 war Pfäffikon eine selbstständige Gemeinde. Vor knapp 10 Jahren hat sie aber mit der Luzerner Nachbarsgemeinde Rickenbach fusioniert. Zwischen den beiden Ortsteilen Rickenbach und Pfäffikon ist der Stierenberg, der in der Region sehr beliebt ist, für Ausflüge zu machen. Ein sehr bekannter Name aus Pfäffikon ist Villiger. Seit 1888 werden im Familienunternehmen Zigarillos und Zigarren hergestellt. Jährlich mehr als 1,5 Milliarden Stück. Und zweifellos der bekannteste aus der Familie Villiger ist der Ex-Bundespräsident Kaspar Villiger. Während 14 Jahren war der Pfäffikoner amtierender Bundesrat. Und wer ist echt Pfäffikonerin oder Pfäffikoner, der in diesem kleinen Landhaus daheim ist? Willkommen beim nächsten Objekt. Wir sind in Pfäffikon im Kanton Luzern. Und ihr dürft schon mal von außen schauen, wie es aussieht. Das ist es nämlich. Es ist das kleine Landhaus. Nicht nur von außen spannend, sicher auch von innen. Und das ist der Schlüssel. Wer möchte? Oh. Also, alle im Angelo nachher. Bitte schön. Wow! Eine gemütliche und herzliche Einrichtung mit vielen natürlichen Materialien ist typisch für einen Landhausstil. Ich sehe Holz. Schmini darf nie fehlen. Ja. Oh, ein Koch wohnt hier. Oh ja. Mein erster Eindruck in diesem Haus ist, super, weil man kommt gerade so ins Herz hinein von dem Haus, in die Küche mit dem Tisch, es nimmt einem gerade so, es umarmt einem gerade so. Es hat wieder eine Lampe. Wie vorher? Eine Industrielampe. Ja. Wieder. Ein bisschen grösser. Gefällt dir die auch, Adrian? Ja, ist das eine Frage. Könntest du gewesen sein, was aufgehängt hat? Ja. Da braucht es zwar handwerklich noch ein bisschen Begabung. Vielleicht war hier Gabriela am Werk. Es ist ja mega luftig. Sehr schön. Es ist von der Größe her innen kompakt. Also man sieht, eigentlich, wenn man in dem S-Bereich steht, eigentlich fast das ganze Haus. Und man sieht eigentlich gerade bis zur Oberstufe. Und es hat nicht 10 Zimmer, so wie es aussieht. Aber schau mal, hier kocht wirklich jemand gerne. Da hinten hat alles Kochzeitschriften. Wo siehst du, dass da sind? Da. Ah, siehst du hier Köchin natürlich. Köchin. Nein, schaut jetzt mal hier, Fubi. Super. Sind das zwei Backöfen? Ja, also, du kannst oben die Mailänder rein und unten das Brot. So. Ah. Ja, so. Jetzt wir mal schauen, wer sich hier gerne bückt. Ich meine, ja, könnte ich sein. Ja, das würde. Also die Größe. Mach es nochmal, es passt gut zu dir. Sehr schön. Der Adrian als Bäcker hat ja gerne gesagt, er tut gerne backen. Von dem her, ich gehe davon aus, wenn man backt, hat man gerne ein bisschen Auswahl. Ein bisschen Gützli oder verschiedene Sachen. Da wäre ein zweiter Backofen sicher praktisch. Da kann man das Fleisch direkt und da kannst, die Würst aufhängen. Das man beim Bauern nebendran geholt hat. Das hat man doch für Fleisch gebraucht. Hat man doch früher noch die Fasane angehängt. Ja. Nein, Krütli. 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 Das sind jetzt aber vegetarisch. Nicht Fleisch. Wo hast du Krütli amig so? Im Kochen. Ein bisschen wenig Krütli. Krütli. Ja, wenigstens hast du ein Schnittbrett. Das ist ganz wichtig. Genau. Oh. Der steht jetzt auch rein. Das ist wirklich schön. Ja. Sehr schön. Das sieht ein bisschen aus wie ein Bild. Wir zwei hier? Ja, jetzt, also weißt du, der Rahmen. Wir im Bild. Das ist, sind im Bilderrahmen, musst du mal schauen. Wir sind daheim. Super, wir sind daheim. Wir sind beide daheim, jetzt wird es schwierig. Ja. Das Sitzfenster dort hat natürlich
Fabienne und Vanessa, die haben sich dort gerade pudelwohl gefühlt. Gerade zusammen reingehöckelt, die Strickdecke gepackt und hätten eigentlich am liebsten noch ein Cappuccino bestellt wahrscheinlich, und dort gehöckelt. Das hat ihnen, glaube ich, sehr gefallen. Schau mal, wie schön. Der Landhausstil zieht sich auch im Schlafzimmer durch. Da hat es jemand gern romantisch. Ja, aber ist jetzt auch noch frech. He? Das Schlafzimmer so nah bei der Küche. Ja, gut, ist das praktisch? Ja, wenn du allein da wohnst, ist ja einfach perfekt, oder? Das stimmt natürlich. Welt schön. Und dann wieder die schöne Aussicht. Total romantisch, ne? Die Aussicht, die holt mich um. In dem Schlafzimmer so aufzuwachen, das stelle ich mir sehr schön vor. Da ist jemand gern, wenn ich es nicht wäre, gern am Reisen und sammelt Muscheln. Hat die gesehen schon? Nein, das gesammelt ist... aus oder sind die gekauft? Die sind gekauft, aber die ist schön. Aber sie sind extrem schön, he, mit den Farben. Mhm. Bist du romantisch? Ja, natürlich, wer nicht, oder? Liebe muss nicht perfekt sein, sondern echt. Ja, sonst wäre es keine Liebe, wenn es nicht echt wäre. Und was ist das für ein Buch? «Ich gebe, was ich kann». Sagt dir das etwas? Kennst du das? Nein, zeig mal. Lies mal ein bisschen vor. Lies mal ein Ziel vor. Der alte Herzenszwiespalt, das... Es geht um Gott und Sinn vom Leben. Hast du ihn schon gefunden, den Sinn vom Leben? Nein, ich bin auf der Suche. Bist du auf der Suche? Du auch, oder? So jung wie du bist. Ewig. Der Sinn vom Leben ist das Leben. Die einen suchen den Sinn vom Leben, die anderen nach weiteren Hinweisen. Und das im oberen Stock vom kleinen Landhaus. Oh, mehr Luft. Wow. Oh. Oh. Schön. Die Schächtel, die habe ich in der Schule. Cool. Ja. Das ist super. Oh, und die Schreibmaschine, das Allerliebste. Die sehr, sehr schön. Ja, super. Das ist cool. Oh. Oh. Hier gibt es eine Galerie, die unter anderem auch als Büro genutzt wird. Der offene Bereich ist sehr liebevoll dekoriert. Oh, schaut, Lampen. Wow, wieder Industrielampen. Ja, sehr schön. Es wiederholt. Oben ist strukturierter, es hat zwei große Bildschirme, Homeoffice bestimmt. Weniger dekoriert, es hat Bücher, es hat Ordner, es hat einen Fernseher. Also es ist eher reduziert, dass man zur Ruhe kommt zum Schaffen. Wer strickt echt gern? Wer strickt echt gern? Ja, das ist mir auch unklar. Adrian. Ja. Ich glaube, der Angelo ist der Stricker. So. Ich meine, ich könnte jetzt so etwas einfach platzieren, oder, um ein bisschen für Verwirrung zu sorgen. Adrian, kannst du nicht ein bisschen stricken auf dem Sofa? Das kommt nicht gut. Doch, jetzt kommt. Nein, zeig es uns nicht. Doch einmal. Nein, die schöne Decke, die du machst. Nein, das kommt definitiv du, nicht Fabian, gut. Du, Fabian, komm. Soll ich einmal? Ja. Okay. Ihr dürft schon zu mir sitzen. Ja, gerne. Ja. Ich sehe gerade super interessante Bücher. Ah ja. Oh, sehr schön. Du, das ist im Fernsehen, gell? Ja. Ah, du hast natürlich deine Lektüre gefunden. Ja, genau. Meine Lieblingslektüre. Vanessa, für unten die neue Decke im Lieblingsplatz. Oh, schön, die wird schön. Ja. Die machst du mir auch einen neuen Schal? Ja, kann ich, ja. Nein, super. Ja. Das stimmt für deine Materie. Ja, total. Total. Sehr schön. Weiter geht's im Bad. Ob sich echt da ein Hinweis zur Bewohnerin oder einem Bewohner finden? Hey, wow, der schöne Boden. Da hat jemand wieder ein Flair fürs Gestalten. Sehr schön. Extrem. Also, wenn ich tröteln müsste, dann hat das sicher etwas mit Architektur zu tun oder mit. Jemand, der ein bisschen gestalterisch etwas im Griff hat. Das Bad ist urschön. Es ist mit diesen Türkis-Tüchli und mit dem Türkis drin natürlich extrem frisch und einfach wohltuend. Und die Bodenplatten sind urschön mit diesen Ornamenten drauf. Es
Es ist für mich vor allem so die Farbe, oder? Das Grau, das Silber. Das passt irgendwie. Findest du, es passt zu mir? Ja, glaubst du, das ist mein Spiegel? Es würde zu dir passen. Ja? Total, ja. Ich würde gerne hier wohnen. Schon? Ja, mir gefällt es extrem gut. Weißt du, warum auch? Weil es alles so zurückhaltend ist in den Farben. Ich habe wirklich nicht gerne knallige Farben. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Und die ist im Bad doch viel vor. Also die sieht man im Bad oft. Ganz viel Grün findet man auch auf dem Vorplatz. Rund um das kleine Landhaus hat es viel Natur. Riesig, so schön. Hammer. Wunderschöne Vögel, Käfig, überall. Schön, Schatten da. Aber es ist lustig, das ist irgendwie, das gehört dazu. Also das ist wie so. Ja. Da wohnen also, Kinder irgendwie... vielleicht auch. Aha. Jetzt können wir da mal Kinder suchen. Kinder sind. Vogelhäusli, riesen Vogelhäusli. Riesen. Also, Spatz. Der Spatz wohnt da. Es hat immer die Vögel. Das wiederholt sich. Ja. Definitiv. Nehmen wir das Kinderzimmer. Nehmen wir das Kinderzimmer. Wow! Das Kinderzimmer! Sieht eher nach einem gemütlichen Gemeinschaftsraum aus. Für was der auch genutzt wird? Das ist jetzt aber. Ui, das ist aber kein Kinderzimmer. Nein. Ein Kaffee? Was ist das? Das ja. Ist jetzt, ein Restaurant? Das ist jetzt ein kleines Kaffee. Für das hat es zu wenig Tisch. Bed and Breakfast. Für das Bed and Breakfast. Das eigentlich. Wow. Yes, das ist das schön. Wow, hat man ein kleines Restaurant, Kaffee, Beizchen. Hat mich extrem erstaunt. Ihr erwartet vielleicht noch ein anderes Schlafzimmer, noch mal ein zweites oder so. Aber nein, mega herzig wieder irgendwie, ja, lokal. Sehr schön. Wer will was trinken? Ja, schaut mal. Was ist das hier? Gibt es hier Schnaps? Sirup? Oder Sirup? Ein Petit Sirup. Schnaps, super. Das ist dann herzig. Yes, das ist schön. Das Kuchen. Schau mal, alles fürs Frühstückbuffet. Oh, könntest du mir dort einen Kaffee auslassen? Das sieht ganz gut aus. Schau mal. Es ist leider noch kalt, du musst ein bisschen warten. Es geht noch einen Moment. Da gab es eine ganze Sammlung von alten Sachen. Aha. Schau mal, das Brille. Wieder Holzmöbel. Yes, so. Ist das schön. Zeig mal. Schau mal. Oh ja. Sehr schön, zieh dich mal an. Mhm. Oh. Ui. Und? Wie sieht es aus? Sorry, ich brauche etwas länger. Die strenge Architektin. Ja. Sehr schön. Alle Gegenstände im Café sind toll. Fand ich alles sehr, sehr inspirierend. Es ist mir aber zu viel. Zu viel Gegenstände gewesen. Ich würde da ein paar wegnehmen. Oh, jetzt habe ich aber etwas gesehen. Ah. Oh. Jetzt habe ich da aber etwas gesehen. Der Angelo Voto. Der Angelo? Mehrere Uhren. Mehrere Uhren. Noch mehr dort. Ah ja, Wecker. Ja. Das ist wahrscheinlich sehr so. Schön. Ist echt das ist jetzt ein bisschen verräterisch, finde ich. Du und Adrian da unten fürs Backen. Schau mal, alles ja. Ja, das sind alte Backutensilien, sehr schön. Da kannst du so Madeleine backen. Statt lang wie. Ja. Ah, ja, schau jetzt. Mailänderli. Nein, so schön. Ich zu meinen Mailändern. Nein, großartig. Google Hopf, du, das ja. Ist ja. Ah, ja. Das ist. Oh, eine schöne Kamera. Sehr schön. Es ist extrem gemütlich dort in dem Häuschen. In dem Atelier, oder wie man dem sagt. Viele glatte Sachen drin zum Anschauen. Zum Verweilen kann man sich vorstellen, dort anzuhöckeln, einen Kaffee zu trinken oder etwas zu essen, je nachdem. Sehr schön. Ich nehme Cappuccino. Ich nehme einen Sirup. Ein Sirup? Sirup de Cassis. Sirup de Cassis. Und bei dir, Latte Macchiato. Ja, warte einfach, bis die Maschine aufgeheizt ist. Warte, bis der Sven kommt. Ich bringe es euch nachher. Sven könnte das eigentlich zubereiten. Ja. So, Zeit für eine kleine Zwischenverpflegung. Eine kleine Stärke kann nie schaden, oder? Feine, frische Erdbeere. So, da gibt es noch eine kleine Zwischenverpflegung für euch. Mmh, fein. Schön. So. Also, es gäbe wieder einen Joker zum Holen. Wer von euch wäre froh, wenn ihr ihn bekommt? Ich.
Vanessa und Fabienne? Ja. Also die beiden haben ihn gerne und die anderen drei? So, ich hoffe jetzt mal, dass wir da etwas offener sind als ich letztes Mal. Und dann kann ich vielleicht auch profitieren. Ja, ja, genau. Sei der, der nichts sagt. Das meinst du, genau. Und sonst muss ich einfach gut schätzen. Also ich finde den Joker hier wertvoll. Die dürftet nämlich, wenn ihr am besten schätzt, noch mal etwas anschauen, was die anderen bis jetzt noch nicht gesehen haben. Ich habe wieder mal etwas gemessen. Und zwar im kleinen Landhaus, dort, wo der Esstisch ist. Ihr mögt euch erinnern. Wie hoch ist es von diesem Boden bis unter den Giebel? Also quasi unter das Dach. In Zentimeter, Meter, was auch immer ihr mir anbietet. Gabriela, was meinst du? 7,23 Meter. 7,23 Meter. Fabienne? 2 Millionen. Nein. 8,85 Meter. 8,85 Meter für Fabienne. Adrian, was bietest du? 8,40 Meter. Vanessa? 6 Meter. Und du? Etwa 5,80 Meter. 5,80 für dich, Angelo, haben wir notiert. Ganz genau getroffen hat es niemand, aber jemand ist weniger als 30 cm daneben von euch. Hat also wirklich gut geschätzt. Vom Giebel bis auf den Boden runter sind es 6,96 m. Nein! Und damit am nächsten dran ist Gabriela, die hat sich nur knapp um 30 cm verschätzt. Das heisst, du darfst noch etwas anschauen. Und zwar etwas, was die anderen noch nicht gesehen haben. Ich denke, das kann fast nicht Zufall sein, dass sie das so nachgetippt hat. Oder wir anderen sind einfach so blöd weit weggegangen, dass sie es... Nein, ich glaube, es ist Strategie. Der Joker ist in diesem Fall ein Chalet und befindet sich gerade rechts vom kleinen Landhaus. Wow, es wird einfach immer noch schöner und noch besser und noch stimmiger. Auch im Chalet trifft man den Landhausstil an. Aber da eher mit einem skandinavischen Flair. Es ist... offensichtlich so ein Bed and Breakfast. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da irgendeine Großmutter wohnt von den Menschen, die im anderen Häuschen sind. Wow. Wow, das ist mega schön. Total schön. Ein Traum. Für mich ist dann wirklich klar geworden, so, das muss ein Bed and Breakfast sein, weil es ist alles einfach so schön hergerichtet und aber auch so inszeniert, dass es wie für alle passt und funktioniert, auch für Fremde oder eben für Gäste. Da haben wir sie wieder zurück. Und? Erzähl. Hat es Pünktli? Du darfst etwas anschauen. Ah nein, wirklich? Wie meinst du genau? Ja. Mehr Detail. Es ist ja in der Schule auch so, oder? Wenn jemand etwas besonders gut macht, dann kommt eine Belohnung über oder ein Sternchen oder was auch immer. Das hat man sich ein bisschen besser schätzen. Sorry. Ja, stimmt. Ja, ich meine... Das ist noch frech, ja. Ja. Gut, Gabriela, jetzt weiß ich nicht, ob da noch ein paar Erdbeeren für dich übrig bleiben. Die bleiben jetzt mal bei uns. Ja, sorry. Gabriela, hat dir der Joker etwas gebracht oder mehr verwirrt? Nein, hat mir total weitergeholfen. Also ich bin jetzt extrem sicher. Ich glaube jetzt zu wissen, wer da wohnt. Super, für sie ist jetzt alles klar. Und dass sie ein super Joker war, ist natürlich Dorfige für alle anderen vier. Aber ja, ich glaube, ihr hat das extrem viel gebracht. Zwei Objekte haben wir bis jetzt besucht, das moderne Einfamilienhaus, aber auch das kleine Landhaus. Was sind so die grössten Unterschiede für euch? Also echt, das erste Objekt ist sehr schlicht, reduziert, wenig Gegenstände. Hier ist gefüllt mit ganz vielen interessanten Objekten und viel ländlicher. Ganz andere Stimmung, finde ich. Ja, vergesst nicht, ihr habt vielleicht eine Partnerin oder einen Partner, der hier auch seine Handschrift quasi hat einfließen bei mir richten. Also muss nicht alles von euch sein. Ja, absolut. Das macht es ja schwierig. Darum kann man es nicht so eindeutig sagen und sagen, ja, das ist völlig klar. Weil da kann der Partner völlig einen anderen Einrichtungsstil haben. Und schon passiert, dann stimmt das Bild nicht mehr. Was wir bis jetzt erlebt und gesehen haben und vor allem, wie ihr bis jetzt tippt, wer wo wohnt, das schauen wir uns jetzt miteinander an. Im Moment sieht es so aus. Im modernen Einfamilienhaus tippen zwei auf Fabienne, zwei auf Gabriela und jemand auf Vanessa. Im kleinen Landhaus sieht zwei Adrian, jemand tippt auf Fabienne und zwei denken, dass Vanessa dort daheim sein könnte. Unsere Tour de Suisse geht weiter. Wir verlassen den Kanton Luzern und fahren Richtung Norden.
Unser nächstes Ziel ist die Hauptstadt des Kantons Zürich. Genau gesagt, der Kreis 5. Der Stadtkreis liegt zwischen dem linken Limmatufer und dem Gleisfeld und war bis in den 80er Jahren ein Industriegelände. Heute sind auf diesen alten Industrieareal entweder Neubauten entstanden, wie z.B. der 126 Meter hohe Prime Tower. Oder sie sind für Kultur- und Freizeitangebote umgenutzt worden, wie z.B. der Schiffbau oder das Gerold-Areal. Unter den 36 Bögen des Eisenbahnviadukt hat man Boutiquen, Cafés und Ateliers gemacht. Heute leben hier im Kreis 5 dreimal so viele Menschen wie noch vor 20 Jahren. Und eine oder eine davon ist aus unserer Gruppe. Willkommen mitten in der Stadt Zürich. Und wir wollen natürlich wieder etwas anschauen. Ich glaube, es gibt ein grösseres Objekt, wenn ich das so sehe. Die Stube scheint grossräumig zu sein. Aber wir gehen natürlich vis-à-vis. Und zwar in diesem Mehrfamilienhaus. Und dort im dritten Stock hat es für euch eine Altbauwohnung. Wer möchte aufstehen? Ich. Du. Also, dann könnt ihr alle den Fabian nachher. Gute Besichtigung. Hereinspaziert in die gute Stube. Du bist gerade verschossen. Da ist offenbar jemand auf unerwünschte Gäste vorbereitet. Noch mehr Waffen? Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ja. So wohnst du, gell, Angela? Ja, es würde zu mir passen. Also die Waffen hier drin, die sind mir extrem aufgefallen, gerade rundherum. Gewehr, Säbel, Schwert, alles. Das war gerade ein bisschen heftig für den Eingang, finde ich. Oh. Die Altbauwohnung ist voll von Sammlerobjekten. Die teils rustikalen Elemente erinnern fast ein bisschen an die Barock-Epoche. Ich selber finde, es sieht ein bisschen aus wie in einem Museum. Angelo! Oh. Ja, da kommt die Spezialistin-Frage. Ja, genau. Ja. Und das Pendel? Das müsstest du vielleicht mal anschauen als Uhrmacher. Das vielleicht mal schnell. Ich habe das Gefühl, die funktioniert so nicht. Ja, das wird schwierig. Ja. Aber schau, Gabriela hat uns gesagt, sie hat sehr gerne schöne Objekte. Das ist, ja, ganz also, es passt perfekt. Sie hat überall schöne Objekte. Das sind ein paar Porträts. Ja. Was ist das überhaupt? Allerliebste Frauen. Ja. Sehr schön. Frauen, ja. Genau. Das ist das Jockey-Modell dort. Ah, der Chocolate Dick. Spandau zu den Frauen. Ja, sieht zum Dreibiss aus. Wer hat nicht gerne Jockey, oder? Und schau mal diesen schönen Stoff. Oi, 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 oi. Also da ist alles sehr, sehr, sehr ausgelesen und passend. Sehr schön. Komm, wir müssen das Telefon essen. Tut das noch? Lupf mal schnell. Lüt dich mal schnell Concierge an. Oui, bonjour. Oui. Oui, nous sommes dans un vieil appartement à Zürich. Ja, Vanessa hat sich wohl gefühlt und sie hat sich auch, sie hat dort innen eigentlich auch sehr schön passt, so farblich, mit ihren schönen Haaren und ihren schönen Stoff auf den Stiel und so. Zeigst du uns, wo du schläfst? Ja, natürlich, ja. Gehen wir mal schauen, was da drin ist. Also, wir schauen. Ein Schlafzimmer, tatsächlich. Ein Schlafzimmer. Das Schlafzimmer. Aber wem gehört euch das Schlafgemach? Ja, es ist irgendwie nicht klar, so ein Immer-Schlafzimmer. Ich glaube, es war ein Gästezimmer. Was ist das? Ich weiß es nicht, aber das passt definitiv nicht zum Adrian, oder? Oh, ich sehe es. Siehst du ihn da drin? Schliessen wir aus, der Adrian ist sicher nicht in diesem Zimmer. Nein, vielleicht ist es ja ein Kinderzimmer. DMT, Forschung, Anwendung, Kultur, verstanden kein Wort. Die wirkungsvollste psychedelische Substanz. Wow, wow, wow. Das ist nicht ein Kinderzimmer. Nein, das ist definitiv ja, kein vielleicht Kinderzimmer. Ein Teenager. Ein Teenager? Das könnte echt sein. Es könnte noch so den Groove haben von einem Teenager. Ja. Ein sehr stylischer Teenager, der sich mit DMT und mit alten Sachen auskennt, ja, anscheinend.
Nein, so Musik macht doch kein Teenager mit so alten Sachen. Ja. Nein, definitiv nicht. Nein. Oder? Nein. Das glaube ich nicht. Und das Bild ist einfach nicht. Schwierig, he? Ja, sehr. Ich habe immer gedacht, also, du bist es in so einer Altbauwohnung. Ja. Das bin ich nicht mehr sicher. Wieso? Ja, wegen all diesen alten Sachen. Aha. Wobei, das würde passen zum Uhrmachen. Das würde passen zum Uhrmachen, das stimmt. Aber bist du musikalisch? Das würde ich jetzt auch nicht sehen. Die hat es nicht gesagt. Der Angelo ist viel zu jung für so eine Gitarre. Ich meine, er ist ein Bub. Und die Gitarre war irgendwie, das ist eine Hippie-Gitarre. Also einfach mit der Frau, die dort noch drauf war. Nein, der Angelo hat im Leben nie so eine Gitarre. Soll ich sie dir mal abgeben? Ja. Kannst du Gitarre spielen? Ja, natürlich, auch Privatlehrerin. Echt jetzt? Natürlich. Ich gehe davon aus, dass die Gitarre nicht an einen Kontrahent gehört oder an einen Kandidat. Höchstwahrscheinlich ist das ein Mitbewohner oder eine Tochter oder ein Sohn. Wir sind die Rhythmus-Section. Sieben kugelrunde Säue liegen nebeneinander im Heu. Alle die grunzen, alle die schmerzen und einander am Rücken kratzen. Sehr schön. Also sie ist gestummt. Also das ist sicher eine Gitarre, die gebraucht wird. Und es ist eine gute Gitarre. Also es wäre jetzt totale Überbewertung, wenn ich jetzt in der Schule so eine Gitarre spiele. Also ich glaube, da kann jemand auch eine Gitarre spielen. Oh, das ist ja heiß. So schön. Cool. Trotz Renovation hat man da Wert darauf gelegt, originale Elemente beizubehalten. Im Badzimmer fällt mir natürlich als erstes der schöne Plättiboden auf. Der ist Hammer. Sind die Original noch? Ja, sicher. Sicher? Ja, sicher. Hast du die Original drin lassen? Ja. Das ist super. Hast du gut gemacht. Das sieht nämlich wirklich sehr, sehr passend aus. Ja, das Badezimmer ist schon sehr herzig. Einfach wie früher. Und von früher scheint auch das aufgehängte Bild zu stammen. Ah, schau mal. Ja. Ja. Camping. Wer ist echt das da drauf? Sie hat jetzt keine rote Haare. Nein. Also alles sehr spannend. Ja, definitiv. Wirklich. Sehr gut. Was echt Altbauwohnung sonst noch für Geheimnisse in sich trägt? Eieiei. Wow. Der Boden, ein Traum. Oh mein Gott. Auch die Küche ist mit viel Liebe fürs Alte renoviert und dekoriert worden. Schaut mal die schönen Töpfe. Da kocht jemand gern. So schwere Gusseisenpfannen, die auch noch so schön sind. So richtig feisse Brote drin macht. Oder Eintöpfe oder so. Ja, grossartig. Sehr schön. Nein, es ist, oh mein Gott, schaut mal die schönen Tässchen hier. Es ist alles richtig, richtig, richtig schön. Hey, und der Balkon ist hübsch, wenn man auf den Balkon. Hey, die Aussicht. Ja? Wow! Ha, da passe ich wieder perfekt rein. Herrlich! Ich ruhig sehen, aber ich habe gar nicht gewusst, dass es so schön ist in Zürich. Der Balkon ist jetzt sehr neutral eingerichtet. Also aber auch, also nicht einfach irgendein Stuhl und irgendwas schon auch überlegt, aber neutral. Also ich finde, dort könnten wir alle sein. Idyllisch in einer Großstadt. Wer würde das denken? He? Herrlich! Sehr schön. Gehen wir wieder kochen. Also wenn man so mitten in der Stadt wohnen würde, dann ist das doch der perfekte Rückzugsort. So ein Balkon hinten in einem Innenhof. Es hat sehr viele Bäume gehabt. Das ist der perfekte Ort, um sich ein bisschen in der Sonne auszuruhen. Wow! Das Schlafgemach. Ja, wieder ein schönes altes Zimmer. Ja. Und einen schönen alten Bauernschrank in diesem schönen Zimmer mit dem passenden Nachttischli. Und was uns so sticht, ist das karierte schwedische Boxspringbett. Oh. Okay. Ja, das sieht sehr bequem aus. Ja, sehr. Wunderbar. Ja, die Vanessa stürzt sich gerade fast mit einer Hechtrolle aufs Bett, als wie ich sie das wirklich wahrscheinlich jeden Tag. Hast du da noch... Schöne, schauen wir mal wieder schöne alte Fotos. Ja. Ich meine, es hat Tarotkarten von Paris. Es hat
viel französisch angeschriebene Artikel gehabt. Und das war für mich in dem Zimmer nachher eigentlich von dort an klar gewesen, wer in dieser Wohnung wohnt. Und schau mal, das schönes Bild. Le Rosier de Cumberland. Ja, das ist ja schon wieder französisch geschrieben. Ja, nein, das ist lateinisch. Ja. Pass auf. Pass auf. Das Schlafzimmer passt definitiv zu mir. Oh, wow. Das ist ja auch wieder mega schön. Im Wohnzimmer treffen wir auf Biedermeier Möbel. Vor allem der Sessel mit dem floralen Stoffbezug erinnert an die alten Zeiten. Und auch hinter dem Pult bleibt es spannend. Was gibt es da für Bücher? Sind das Romane? Ja, es hat lustige. Das ist alles. Das ist ein bisschen Militär. Das ist Histoire militaire de la Suisse. Ja. Mhm. Ja, auch schon wieder. Schon wieder Französisch. Das ist nicht deutsch angeschrieben. Weißt, es gibt nicht nur ich, die Französisch spricht. Es ist aber gleich halt schaurig verdächtig. Aber und ja, es ist jetzt da. Also et toi, tu comprends le français? Oui, un peu. Tu vois? Ich könnte sehr gut in diese Wohnung passen, wenn ich in 1950 leben würde. Aha. Ciao zusammen. Grüezi miteinander. Ah, da ist wieder ein Musiker, he? Muss nach dem Liedli singen. Nachher soll ich jetzt noch Saxophon spielen, schnell. Das kann mir jetzt nicht so als Primarlehrerin, sorry. Das war ein bisschen zu laut für die anderen Kinder. Das ist alles. Sehr in französisch angeschriebene Sachen. Mon voyage, Madame Vanessa. Mon voyage ist das so. Das passt doch total. Das passt, was passt? Sonnenbrille. Ja, zu der Vanessa. Gut, ja, ich sehe, es hat Haufen Sachen in der Vitrine. Ja. Aber ich habe noch etwas für euch. Ihr dürft mal gemütlich auf diesem vorragenden Sofa Platz nehmen. Ich mache es mir bequem. Yeah. So, hier in diesem Objekt könnte ich mir wirklich vorstellen, dass der Joker sinnvoll sein könnte, oder? Ja, bitte. Mega. So. Also, alle möchten den Joker, dann müsst ihr jetzt einfach gut schätzen. Was denkt ihr, was habe ich hier in der Altbauwohnung gezählt? Bücher. Bücher wären möglich. Waffen. Waffen, ja. Bilder. Bilder. Alles nicht. Zählt habe ich in der Küche die Bodenplättchen. Die Klinker stehen, die grossen und die kleinen, einfach alle zusammen. Wie viel sind das total? Vanessa, wir fangen mal mit dir an. 300. 300 für die Vanessa. Adi? 250. 250 für Adi. Dann Angelo? 251. 251 für Angelo. Gabriela? 190. 190 für Gabriela. Und Fabian, bei dir? 213. Ja, gar nicht so schlecht im Schätzen. Jemand hat es fast getöpft auf 5 Blättchen hergekommen. Bei dieser Anzahl ist das eine gute Leistung. Richtige Antwort wäre 256. Und damit mit 251 nur 5 daneben. Schon wieder der andere. Hey, jetzt nein, das geht nicht. Angelo, dann ab in den nächsten Raum. Da gibt es etwas, das nur du siehst. Joker. Okay. Jemand, der gerne wandert. Ja, also das macht es jetzt nicht wirklich besser. Es ist der zweite Joker, den ich hole. Und das gibt mir natürlich einen immensen Vorteil gegenüber den anderen. Er hat mir jetzt nicht viel weitergebracht, rein von dem, was ich gesehen habe. Aber das war psychologisch, glaube ich, schon wichtig gewesen. Hey! Hallo! Und? So. Das hat man gar nicht gebraucht. Nein, aber das stimmt nicht. Nein, also, schau, es gibt eine Regel. Wenn man zweimal den Joker nimmt, dann muss man etwas erzählen. Also, schau, ich erzähle etwas. Fabian hat die Regel jetzt gerade neu geschrieben. Als Lehrerin darf man das. Ja. Ich könnte im Fall sagen, Schwimmflügel oder Angelrute. Du kannst einfach sagen, Hobby. Nein, aber damit wollte ich sagen, es hat nicht geholfen. Es hat mich nicht weitergebracht. Du kannst es auch einfach sagen und wir helfen dir. Und was ist denn mein Vorteil? Ja, nein, du hast ihn ja nicht, weil du begreifst ihn ja nicht. Sag's uns, wir helfen dir. Jetzt komm ich dran. Gut, vielleicht hilft ja das nächste Objekt weiter. Vielleicht könnt ihr da nämlich jemanden konkreter zuordnen oder jemanden ausschliessen.
Und ich würde sagen, wir gehen uns das anschauen. Kommt mit? Yes. 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 Was denkt ihr? Wer wohnt echt in Allschwil im leicht durchfluteten, modernen Einfamilienhaus? Und hat ein Flair für ausgewählte Möbelstücke? Im modernen Einfamilienhaus wohnt Vanessa, weil das so architektonisch sehr geradlinig und schön ist. Wenn ich mir so vorstelle, wenn hier Fabienne mit ihren Kindern an diesem Esstisch hockt, im modernen Einfamilienhaus, dort wohnt für mich ganz klar Fabienne. Ich habe den Joker geholt. Und der Joker hat mir so einen Struppi gezeigt. Und der passt irgendwie zu der Fabienne. Wer lebt im luzernischen Pfäffikon? Im kleinen Landhaus und hat es gerne gemütlich und romantisch? Im kleinen Landhaus wohnt für mich Fabienne. Ah. Sollen wir noch Schmine anmachen? Herrlich! Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie da drinnen allein mit dem Partner wohnt und als Hobby gerne lesen. Machst du mir auch einen neuen Schal? Ja, kann ich, ja. Nein, gut. Super. Im kleinen Landhaus wohnt Adrian mit seiner Frau, Freundin, die das Bed and Breakfast macht. Sie machen es zusammen, er hilft. Für mich ist klar, dass Adrian wohnt dort. Und wer hat sich im Zürcher Kreis 5 in dieser Altbauwohnung ein Zuhause geschaffen? So wohnst du, gell, Angela? Ja, es würde zu mir passen, oder? In der Altbauwohnung wohnt Angelo. Einzelmannwohnung, klassisch, traditionell. Es passt zu ihm. Oh. Vanessa passt für mich am besten in die Altbauwohnung. Oui, bonjour. Oui. Oui, nous sommes dans un vieil appartement à Zürich. Sie als Grande Dame in diesem sehr französisch inspirierten Haus. Willkommen im Wer wohnt wo Express. Alles gut da hinten? Yeah, yeah. Was für eine Stimmung! Jetzt kommt das Lieblingslied von unseren Kandidaten. Und die Hände zum Himmel. Und lasst uns fröhlich sein. Zu unserem nächsten Objekt sind wir nur gut 20 Minuten unterwegs. Ilnau ist ein Teil vom Stadtgebiet Ilnau-Effretiken und liegt im Zentrum des Kantons Zürich. Neben dem städtischen Effretiken und dem ländlichen Ilnau gehören 16 sogenannte Aussenwachten zum Stadtgebiet. Eine davon ist das Dorf Kyburg mit der bekannten Burg, die gleich heisst. 1865 ist Kyburg als erstes Burgmuseum der Schweiz der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Apropos bekannt, der Volksschauspieler Walter Roderer hat Ilnau zu seiner Wahlheimat gemacht. Er hat bis zu seinem Tod im Jahr 2012 in Ilnau gewohnt und gelebt. Zu seinem 80. Geburtstag hat der Stadtrat sogar einen Weg nach dem Schweizer Idol benannt. Und ganz in der Nähe vom Walter Roderer Weg steht auch unser nächstes Objekt, das alte Bauernhaus. So, wir sind bei unserem nächsten Objekt angekommen. Ich freue mich. Wir sind im Kanton Zürich, genauer gesagt in Ilnau. Und ihr dürft ein altes Bauernhaus anschauen. Yay! Hä? So, da ist der Schlüssel. Wer möchte das mal aufmachen? Jetzt bist du aber ganz schnell. Hey, hey, hey. Also gut. Bitte voraus und alle anderen hinten rein. Viel Spass im Bauernhaus. Im Eingang wird man mit viel Wärme empfangen. Da fühlt man sich gerade wie daheim. Oh, ja, ja. Das ist ja der Hammer. Also im Eingangsbereich ist natürlich klar. Man sieht, da haben sie das alte Holz schön vorgeholt. Das ist genauso, wie ich mir das Fuss natürlich erhofft habe. Wow. Das ist ja der Hammer. Gerne. Oh, Achtung. Ja, ehrlich. Gefährlich, gefährlich. Schon eingeschlagen hier. Habt ihr die wunderschöne Küche gesehen? Die Küche ist modern, offen und ein Kontrast zu den vielen Elementen aus altem Holz. Es ist alles extrem schön. Also, ja, könnte ich mir vorstellen, dass eine Architektin das so für sich so gemacht hat. Schwarze Küche. Schön, das Schwarz, ein Flair für Schwarz, haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Ja.
Das wäre definitiv meine Küche, die ist der Traum. Die ist mega. Also dort würde ich sofort kochen, backen, was man immer könnte. Ich muss mal schnell dafür. Der Tisch, der ist... Oh ja, yeah, wieder ein schöner... Oh ja, yeah, dass Maria da ist. Was machst du schon wieder für Beruf? Ich vergesse es immer. Schreiner. Schreiner. Nein. Schreiner. Ich fand, dass Adrian sehr viel aufs Objekt reagiert hat. Das ist mein Tisch, das passt, und mein Stuhl. Das passt zu dir, Adrian. Das ist der Hammer. Ich glaube auch, dass es zu ihm sehr gut passt. Aber Vanessa, du könntest dort auf die Schaukel sitzen, neben dem Tisch. Ja, dann lebe ich ziemlich gefährlich. Ja, okay. Glaubst du die heben nicht? Ja, also das ist... Glaubst du die heben nicht? Die Schaukel beim Esstisch kann ich überhaupt nicht einordnen. Ich komme überhaupt nicht raus, wieso dort eine Schaukel ist. Das hebt doch. Probierst dich du? Nein, ich nicht. Ich definitiv nicht. Aber du könntest aber ich, das möchte die Jungen also, machen. Also, die Jungen machen, weißt du. Der fällt auch noch locker. Oh, Achtung! Oh, 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 oh. Achtung! Was? Ist alles gut? Nein, es hebt. Ich glaube, es hebt. Es hebt. Gut. Also, ein Schaukel... Aber weißt du, ich glaube, du hockst verkehrt. Geht es nicht um die Aussicht vielleicht? Also ich schaue gerne am Morgen zu, aber... Ja, macht ja nicht Sinn, wenn du am Tisch hockst auf dieser Schaukel oben. Also nein, das ist total, hat für mich total verkehrt ausgesehen. Gabriela hat gefunden, lieber rausschauen. Das soll jeder für sich entscheiden. Man hat so den Überblick hier auch, oder? So. Eben, wer könnte jetzt hier an dem Gerät etwas machen? Ich ja, Adrian, willst du oder soll ich? Ja, mach du, mach du. Anscheinend hat grauenvolle Klavierspieler. Also entweder er hat wieder mal super geschauspielert oder er kann nicht Klavier spielen. Er hat es auch schrecklich gefunden, was du gespielt hast, der Mensch hinten dran. Ja. Ein Holzstege führt in den zweiten Stock. Der Gang ist vollgeschmückt mit verspielten und interessanten Einrichtungsgegenständen. Da hat irgendjemand gerne Indianersachen. Also der Traumfänger ist ja einfach auch schön zum Anschauen mit diesen Federn. Aber nebenan hatte es noch so Speer oder irgendetwas so aus Holz. Keine Ahnung, einfach nicht gerne Waffen. Ja, und ich, nochmal ein Indianer, schau mal. Oh ja, ich schau da. Aha, da muss jemand extrem Indianer-Fan sein. Und das, ist das, wie es aussieht? Wie sieht es denn aus? Der sieht nach Schaukeln aus. Könntest du das mal testen? Glaubst du, es hebt? Das hebt. Das hebt definitiv. Hebt. Oh, das ist aber nicht so bequem. Nee. Nein. Ich... Komm nein. Aber es geht, du. Ja, das, es geht. Das ist... Sieht es aus wie meine Schaukeln? Ja, ich hätte es gerade sagen. Das sieht sehr authentisch aus. Ja. Weiter geht's im Wohnzimmer. Da dominieren natürliche Farben und Materialien. Da hängt ja schon wieder meine Gitarre. Das ist praktisch. Ein Lied ja, singen. Ja, sehr geil. Schön. Wer kennt die? Imagine yeah, all the people living in a world. In peace. Das ist so ein anderes Lied. Also. Das ist geil. Schaut, wieder schöne Lampe. Oh, da ist schöne Decke, Vanessa. Ja, siehst du. Ich mag es kuschelig, hast du bemerkt? Eben, nein, total, das ist super. Eine Schmiede, das ist toll. Das ist wahrscheinlich ein alter Ofen. Es wird eben auch ein bisschen kalt. Schaut, das gesehen? Das ist wahrscheinlich der alte Ofen. Neu. Ja? Da ist etwas philosophisch. He? Die Kunst des Lebens besteht darin, es nicht zu verpassen. Ja, natürlich. Und Töfferin vielleicht mit Harley Davidson. Das wird wieder zu der Vanessa passen irgendwie, so vom Gefühl her. Sie hat auch nie einen Helm auf dem Töff, sondern Torbeine so. Harley Davidson oder Bike-Zeugs sind überhaupt nicht mein Ding, aber vielleicht passt das zu Gabriella. Tor zum Schlafgemach. Ja. Das viele Holz bringt Ruhe in das Zimmer. Auch bei der Farbwahl hat man sich der Natur bedient. Das Kinderzimmer? Das ist ein Kinderzimmer. Ist
cool, überall die Sprüche. Also die deutschen Sprüche überall sprechen natürlich gegen meine These, dass dort Vanessa wohnt. Aber vielleicht lernt sie für diese Art die Sprache. Wer weiß. Und schau, was ist das? Wie bringst du das zusammen mit dem Kind? Ja, das ist jetzt eher schwierig. Vielleicht ist es wieder von Sternzeichen. Ja. Vielleicht hat es das extrem. Vielleicht hat die Mami das für das Kind gemacht. Gestaltet mit den Händen. Schöne Sachen gestaltet. Also du hast das Gefühl, es ist mein Kind und mein Kunstwerk. Das sieht schwer nach einem Kunstwerk aus deinen Händen aus. Ja. Echt jetzt? Das ist nicht etwas, was du fertig kaufst, glaube ich. Das sieht... Ja, aber vielleicht... Nein, das ist nicht, aus dem Laden. Ja, also Gabriela ist natürlich... Ja, sie ist natürlich prädestiniert für so etwas, wenn sie mit Händen schöne Sachen gestaltet. Und das zieht sich in dem ganzen Haus wirklich relativ stark durch. Dann ist das schon, meiner Meinung nach, sehr fest ihre Handschrift. Wow, die Türe. Also, ja. Das ist unglaublich schön. Auch im Schlafzimmer stößt man auf Erdtöne und viel Holz. Wieder ein cooles Bild. Was gefällt dir daran? Also vor allem die Arbeit in die Tiefe. Ja, sag's doch. Sag's doch was. Was dir daran gefällt. Fudi. Das Bild im Zimmer lass mich ein bisschen zögern, ob es wirklich ein Kinderzimmer ist, weil es so ein schönes Blutz-Frauen-Fudi ist. Wo ich nicht ganz sicher bin, ob ich ein Kind unbedingt möchte im Zimmer haben. Ich finde, es hat recht viele so afrikanische Elemente in diesem Haus. Zum Beispiel hier die Strusse. Die Dracheneier, oder? Das sind in Afrika verbreitet. Hör auf, das sind doch Strusseneier. Ja. Auch nicht von einem Drachen? Nein, das sind Strusseneier. Gut, vielleicht sind Strusseneier. Als Lehrerin gehe ich davon aus, weiss du besser Bescheid. Ah. So gut. Das habe ich jetzt also definitiv nicht erwartet hinter dieser Tür. Im Badzimmer findet man einen schönen Mix zwischen alten und neuen Elementen, der für ein gemütliches Ambiente sorgt. Das ist Stahl. Das ist ja, aber das will rosten, oder nicht? Hast du nicht das Gefühl? Nein, das ist Stahl. Und es ist kalt. Das würde zu der Vanessa passen, nicht? Architekt, ja, stellt das so Material. Ja, das ist sehr, das ist ein schöner Gegensatz, aber es ist mega cool gemacht. Das Bad finde ich extrem schön. Sehr cool finde ich den Holzboden, der dort drin ist. Macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn in einer Nasszelle. Und schon gar nicht, wenn du irgendwie noch Kind hast, kleine. Aber ich weiß nicht, ich finde es extrem schwierig, den Angelo. Der passt wie nirgends drin, gell? Nein, das warte eben auch noch. Aber vielleicht. Oder glaubst du, er trägt so Sachen? Er? Schau dir das an. Ja, oder seine Freundin. Ich könnte gerade sagen, er nicht. Nein. Ja, das Badzimmer ist auch eigentlich ein absoluter Traum. Ist mega cool gemacht mit dem Kontraststahl zum Holz und hinten die Betonumrandung von der Badwanne, Dusche mit Betonsicht, das ist alles extrem gut passend. Aber zum Duschen ist also recht cool. Ja. Schau, ich mach's. Ja, ich hätte es gerade sagen. Also dann, Und du hast eine wunderbare Aussicht auf den Garten. Ja, ist das nicht mega, oder? Das ist mega. Ich würde total gerne in so einem Haus wohnen mit so einem Badzimmer. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als wenn du morgen aufstehen kannst und an so einem Ort kannst duschen, in den Garten rausschauen und den Tag so begrüßen. Mega. Oh, du hast es noch. Was soll ich machen? Was ist denn das? Oh! Ein Wäscheabwurf! Der Abfall! Sehr schön. Es wartet noch ein dritter Stock zum entdeckt werden. In dieser Loft hat sich jemand eine richtig gemütliche Wohlfühloase eingerichtet. Was ist denn das? Du kannst Sachen zeichnen. Im Sand zum Beispiel. Ah! Weißt? Weil irgendwann wird regelmäßig. Du als Expertin. Ja, genau. Ja. Ich mache das jeden machst Tag. Du so Sandbilder? Ja. Schön. Ja. Also hier denn, oder? Im Garten. Im Garten. Ja. Dass man etwas zeichnen kann, nur mit einer Bewegung, finde ich super spannend. Hey, aber was? Also, da komme ich wirklich. Kommen wir hier raus? Mit was? Wer Wer belebt der Raum?
Ja, du wohnst da mit anderen Leuten. Es ist ein WG. Ah, es ist ein WG. Darum hat es jetzt hier wieder einen Tisch. Genau. Ah, es ist ein WG. Es ist ein WG, genau. Das ist ja cool. Deswegen ist es so groß. Jeder hat seinen Bereich. Und wir schlafen alle zusammen in diesem Bett? Nein, es hat andere. Hör auf, du weißt ganz genau. Angelo könnte eigentlich in einer WG wohnen, auf dem Land, mit anderen Leuten. Wäre meiner Meinung nach sehr erstaunlich, aber wieso nicht? Er kann überraschen, Angelo, glaube ich. Ah, oh, nein, jetzt habe ich etwas entdeckt. Hier hat es eine Hängematte und die kann man hier einspannen. Ah. Soll ich es schnell zeigen? Hier, oder? Ja. Das und dann würde man das so. Weißt du, wie toll? Oh! Hier und hier einspannen. Wollen wir es mal machen? Ja. Dürfen wir das? Also. Ja, das dürfen wir in der Wege. Ich habe mich natürlich schon verdächtig gemacht, mit sehr schnell Hängematte aufhängen. Aber das war natürlich ein bisschen meine Taktik. Ich werde dir schnell der alten Frau helfen. Oh. Ja, also so alt bist du jetzt auch. Nein. Das ist ja ein Traum. Das ist nicht zum ersten Mal, wo du in einer Hängematte bist. Könnten wir noch ein bisschen Queen anstellen? Oder was ist das für eine Platte gerade? Body Tyler, wenn du willst. Body Tyler, ja! Hey, das ist voll die Chiller-WG. Das ist grossartig. Also, das ist ja wie ein Traum, dass man so eine Hängematte im Haus inne hat. Sonst hat man ja Hängematte irgendwie draussen. Dann ist man zu Hause, man kalt und dann kommt es regnen. Und einfach im Haus inne kannst du einfach auch einschlafen da drinnen. Herrlich. Das alte Bauernhaus haben wir gesehen. Jetzt ist nur die Frage, welches Objekt fehlt mir noch, dass Ihre Rechnung aufgeht. Das klären wir jetzt. Es gibt eine kleine Stärkung und natürlich für jemanden einen Joker. Jetzt brauchen wir nur die 5. Kommen wir doch schnell ein bisschen in die Nähe. Ich glaube, wir können gut bei diesem Wetter ein bisschen draussen sitzen, oder? So. Und wie war es im alten Bauernhaus? Mega schön. Extrem schön. Also, wer von euch könnte hier daheim sein? Mal Hand auf. Ja, man kann es ja probieren. Ja, ich sehe es. Definitiv. Also, wir machen es mal so. Wer herausfindet, was ich gezählt habe für den Joker, der bekommt das erste Schöckeli. Von was hat es ein paar Sachen? Federn. Federn? Sprüche. Sprüche? Eier. Eier? Dracheneier. Ja, Dracheneier im Schlafzimmer. Also, die Eier habe ich nicht sehen. Ah. Aber das Schöckli verdient hat sich der Adrian. Schau jetzt, ich nehme das mal. Dann darfst du das mal nehmen. Sprüche? Ja. Wirklich? Sprüche. Also Lebensweisheiten, da hat es ja ein paar hier in diesem alten Bauernhaus. Frage immer, wie viel? 45. Fabian 45. Angelo. Ich sage 50. Angelo 50. Adrian. 54. 54 für Adrian, also 45, 50, 54. Gabriela? 24. 24 für Gabriela und Vanessa? Mhm, 30. Wow, also das Mal hat jemand ins Schwarze getroffen und genau richtig tippt. Fabienne, du bist es leider nicht. Adrian, du bist es auch nicht. Nein, komm jetzt. Angelo, du bist es vielleicht. Vanessa, du bist es auch vielleicht. Und Gabriela, du bist auch draussen aus dem Rennen. Mit anderen Worten, Angelo oder Vanessa? Ja, sicher nicht Angelo. Und Sprüche, im alten Bauernhaus gibt es genau 30. Und damit gehört der Joker der Vanessa. Yeah! Vanessa, das kannst du noch auslesen. Lieber alle Schöckeli oder doch der Joker? Ich glaube, der Joker. Ich habe es versucht, mit einer süßen Bestechung. Aber da kannst du den Joker haben. Merci. Dir vier schauen am besten noch mal zum Bauernhaus. In der Box gab es ein Kipplaster. Ich habe gar nicht mehr verstanden, was es bedeutet. Wieso ein Kipplaster? Perfekt. Danke vielmals. Es hat ein paar Räder. Ah. Aha. Ein paar oder zwei? Ah, das verrate ich nicht. Sagen. Ja, genau. Und ich sehe bei den anderen vier, also auch alle Räder, die da oben drehen. Und jetzt geht es zum letzten Objekt. Und was müsste das sein, damit es für euch aufgeht? Ein Bootshaus. Ein Bootshaus? Ja. Also direkt am Wasser? Oder? Ja, am Wasser. Das sind meistens. Ist so meistens sind die am Wasser, ja. Ja gut, vielleicht kommt es ja noch.
Das war das vierte. Das fünfte kommt jetzt. Nehmt noch etwas mit auf den Weg und dann steigen wir wieder in den Bus. Die neuen Eindrücke haben Tipps ein bisschen verändert. Im modernen Einfamilienhaus sieht jemand den Adrian und vier Tippen auf die Fabienne. Im kleinen Landhaus da tippt jemand auf den Adrian, zwei Verdächtige den Angelo, jemand Gabriela und nochmal jemand Vanessa. In der Altbauwohnung sehen zwei den Angelo, während drei sicher sind, dass Vanessa dort drin wohnt. Und im alten Bauernhaus tippen zwei auf Adrian und drei auf Gabriela. Unsere letzte Destination ist im Aargau. Nussbaumen gehört zur Einwohnergemeinde Obersiggental im Bezirk Baden. Der Siggenberg bildet die natürliche Grenze zum Surbtal und auf der anderen Seite trennt die Limmat die Gemeinde von der Stadt Baden. Die urtümlichen Fachwerkhäuser sind alle schon über 300 Jahre alt und bilden den eigentlichen Dorfkern. Gerade nebendran ist das Hallen- und Gartenbad von Nussbaumen, wo eine spezielle Architektur aus den 70er Jahren hat. Der Architekt Louis Plus hat diese Anlage über mehrere Ebenen in Hang gebaut. Und von diesen Badeterrassen gehen wir jetzt zu einer Terrassensiedlung aus der gleichen Epoche. Ja, willkommen bei unserem letzten Objekt, das ihr anschauen dürft. Wir sind hier im Kanton Aargau. Und ihr steht vor einer Terrassenwohnung. Da oben ist sie, da könnt ihr mal schauen. So sieht das Haus. Und ihr dürft ganz oben rauf. Also die oberste könnt ihr anschauen. Wer hat den Schlüssel noch nie gehabt? Ich. Ehrlich? Ja, komm jetzt. Also komm. Darfst du mal aufschließen. Alle im Adrian nachher. Gute Besichtigung. Oh. Schau, jetzt wieder eine Gitarre. Spielst du noch? Ich wohne ja mit dir. Hey, nein. Dass ich mich gerade am Anfang verrot. Schau, kannst du gerade mitnehmen? Ja, soll ich sie gerade mitnehmen? Ich spiele sie noch auf dem Sofa etwas. Ich komme rein in Objekt 5. Natürlich steht da wieder eine Gitarre. Sehr nett, danke schon vielmals. Ja, und sehr warmer Eingang mit extrem schönen Farben. Sehr viele Bücher auf einem super schönen Büchergestell. Hey Adrian, ja. Deine Frau hat gut gemacht mit den Blumenstrauß. Ja, ja. Das sie hat super gemacht. Vorbereitet. Das ist sehr schön, ja. Ja. Gesagt, sie du kannst noch... ihr sagen. Ja, ich sage das. Das ist super. Grüß oder Vanessa. Und weißt du, was ist denn das? Ich würde sagen, das ist das, wo wir jetzt gerade drin sind. Oder? Oder? Das ist die Siedlung. Jetzt sind wir doch. Das ist das. Ah, ja. Da haben das wir diese Schlüssel. Ja. Ja, ja. Schau mal. Das ist mega. Sehr das schön. Ist schon spannend. Die Terrassenwohnung erstrahlt auch in einem 70er-Jahr-Designstil. Der Musikgeschmack erstreckt sich aber über mehrere Jahrzehnte. Ah, schau wieder ein Plattenspiel. Haben wir doch auch schon gesehen, oder? Sehr cool. Wow, da hat jemand richtig viele Platten. Hey, so gut. Plattenspieler, Platten, 70er-Jahre, Möbel, Retro-Style, wirklich durchgezogen. Und es hat alles eigentlich super gepasst. Ich war ein bisschen glücklich, dass es so aussieht. Können wir hier absitzen? Ja, ich würde das gerne mal so testen. Das sieht sehr bequem aus. Und ich, dieses schöne Sessel. Blumige Kissen. Und wenn wir eins spielen? Das ist, das ist aber auch. Komm. Cool. Das ist, sag mal. Wie geht das? Ja. Keine Ahnung. Okay. Also wo ist jetzt da? Du musst eine Nummer, hat eine Nummer, und dann musst du auf die Nummer drücken. Ah, okay. Da hat es eine Nummer. Ja, nicht so fest. Ist doch ganz fein. So. Ja, das Ziel ist da hier, oder? Ja, gut. Ist auch ein Retro-Spiel. Ich glaube, das kann man heute nicht so fertig kaufen. Das ist etwas Älteres. Und ist natürlich cool. So alte Spielsachen sind immer etwas Cooles. Darum musste ich davon spielen. Das ist eine Kindergitarre. Da spielt irgendein Kind Gitarre. Dort ist nämlich, glaube ich, auch noch ein Büchli. Ja, das ist ein Gitarrenlernbüchli. Ja, aber weißt du, das kann auch eine ganz feine Frau sein. Das muss nicht zwingend eine Kindergitarre sein. Meinst du nicht? Wieso weißt du das? Hey, und Schmiede? Ich weiß, super Überleitung zum Schmiede. Ich bin deiner Meinung. Also, es sieht schon aus wie ein. Also vor allem ein Kinderbuch oder so. Nein, also das. Also und der Stuhl, sorry, aber ist.
Vanessa, hast du jetzt das Küsschen am Boden geworfen? Ja, es hat mich gestört zum Sitzen. Ah, oh, du fühlst dich wieder heim. Ja, genau. Du also, am also, wieso nicht? Also, sorry. Aber ich sitze auf dem Sessel und sage Gabriela, ey, du hast die Kissen am Boden getan und ich habe es nicht. Dann fand ich, ja, wieso reagiert sie so stark auf das? Vielleicht ist ihr Lieblingskissen und sie möchte, dass niemand das im Raum nimmt oder so. Vielleicht ist es ihr ein Sessel und ihr ein Küsschen und es ist dann natürlich okay, wenn sie es einfach wegrupft und achtlos am Boden tut. Also. Du hast das Gefühl, ich bin zu frech und ich erlaube mir Sachen. Okay, ich muss wieder retour. Entschuldigung. Dann würde ich sagen, können wir einfach mal also. Weiter schauen, was man sonst noch. Ja, genau. Der Mensch, der hier wohnt, scheint auf alle Fälle eine Liebe für Tapeten zu haben. Schönes. Also was mir jetzt auffällt, das hat doch schon im Gang so eine schöne Tapete gehabt und jetzt wieder so eine schöne Tapete. Es passt noch ein bisschen zu dem Ecru, oder wie würdest du das Farbe sagen? Aprikot. Aprikot, Ecru ist anders, Aprikot. Das ist sehr schön. Und also es ist wirklich interessant, auch im Gang finde ich wieder, dass Farbe und eine Tapete so ruhig und dann verspielt. Sehr schön. Tun wir die Hände waschen. Ja, machen wir die Hände waschen. Sehr schön. Sehr schön. So schöne Seifen. Ja. Mit der Regenbogen. Regenwalddusche. Regenbogendusche. Also, ja, wir können jetzt so. Von den Details her. Es ist ein Gästebad. Mhm. Ja. Jetzt gehen wir schauen, wo die Gäste würden sonst sich noch aufhalten. Hausieren, gut. Ja. Wow! Aha! Ich würde sagen, dass mit grosser Wahrscheinlichkeit hier ein Kind wohnt. Da wäre das Tennisschläger. Da wäre das Kinderzimmer, ja. Wo zu der Gitarre passt. Hast du gerne Tapeten? Ah ja, eigentlich gern. Schon? Ja. Schaffst du viel mit Tapeten? Nicht immer, weil es gibt viele Leute, die leider nicht so. Weißt, aber ich schaffe nicht so viel mit Tapeten. Ja, da schon. Da ist er so. Gut ausgelesen. Ja, ich finde die aber super schön, ehrlich gesagt. Ja, das passt perfekt. Das Auto. Ja, nicht doch. Nein, das nehme ich nicht. Das schaue ich jetzt nur an, aber es sieht, das ist mega cool gemacht, das Kopfpüchsel. Wieso? Zusammen konstruiert. Hast du das gestaltet, Gabriele? Hast du das selber noch irgendwie gemacht? Unsere Cola-Box? Ja, ja, aus mehreren. Mm. Nein, es ist nur eine. Nur eine? Eine Büchse kannst du das Auto machen. Okay. Du musst mal zeigen, das ist super. Ab und zu gebe ich einen Kurs. ich sitze mal ab. Ja. Hoffentlich stört dich nicht Gabriela nochmals. Nein, nein, du darfst einfach nicht die Küsse am Boden werfen. Das oh, pardon. Ja, aber das ist ja ihres Väterspielzeug. Nena. Alte Platte. Da ist mein gitarrenspielender Kind daheim. Ein Engel. Ein Mädchenzimmer. Ja, ein Mädchenzimmer. Und zwar mit einem Kajütenbett und eigener Küche. Zwei Mädchen. Zwei? Vielleicht sind es zwei. Nein, es ist eins. Es ist eins, wo also vielleicht Erstklässlerin ist. Würde ich jetzt in der ersten Klasse? Ja, so anhand von der Bier. Das siehst du an der Schulbank, oder? Yes. Oh, wie schön. Schau mal das an. Eine alte Schulbank. Das ist ein also sehr schön. Schau mal, weißt du noch, da hat man das so aufdrüllen. Ist dir das vorher aufgefallen, das ist, der Stundenplan? Ja. Am Mittwoch ist Mathe. Am Mittwoch ist Mathe, ja. Schön. Was unterrichtest du? Schön, ich unterrichte alles. Jedes Fach? Ah, jedes Fach. Ja. Okay. Hey, schau mal, es ist wieder, überall ist das Konzept, das habe ich jetzt erkannt. Es ist eine ruhige Wand und eine Tapetenwand. Sehr toll. Mhm. Und der Schulsack morgen wieder gepackt. Hey, aber wie alt ist das Kind noch eigentlich da ungefähr? Sieben. Also sechs, mit sieben. Jetzt überlegen wir mal. Mit sieben. Das ist ein riesiger Rucksack. Ja, das ist halt so heutzutage. Es ist so heutzutage, die sind und jetzt so gross. Nehmen die alle noch Schulbücher in die Schule? Ja. Nein, die sind meistens. So eine grosse Rolle! Nein, einfach die Hausaufgaben. Mensch, ist das extra da hingestellt? Könnte noch sein, ja? Man weiß es nicht. So ein kleines Kind mag ja nicht einen Rucksack tragen, wo so viele Bücher drin sind. Und darum habe ich eigentlich den
Rucksack, den ich in der ersten Klasse hatte, heute in der, als Tasche. Ein Schlafzimmer mit Blick ins Grüne, wo heimelig und schlicht eingerichtet ist. Aha. Das Elternschlafzimmer. Ja. Ach, so schön. Schön das ruhig. Dritt. Genau. Mega. Wow, was für ein... Mit Dachleiden. Schau mal das. Wie schön. Ja. Und wieder? Tapete. Tapete. Hat jemand ein gutes Auge für die Tapete. Das Schlafzimmer ist recht reduziert eingerichtet. Ist aber schön, schön ruhig. Wenn man reinkommt, hat es eine Ruhe ausgestrahlt. Auch wieder schöne Tapete gehabt, schöne Lampen. Eine ruhige, wohlige Atmosphäre war dort drin. Hat mir eigentlich gut gefallen. Weißt du, du bist doch immer ein bisschen gerne angesessen. Könntest du bitte mal aufsitzen, oh, ja, dass, sicher, wir das Bild, dass wir das Bild noch mal haben? Also. Weil das hat bis jetzt immer eigentlich recht gut ausgesehen. Nein, da jetzt nicht so. Da ist jetzt. Nein, passt jetzt nicht so gern. Passt jetzt irgendwie nicht so. Ich passe nicht so. Nein, es ist bei den anderen. Bist es ist mir auch nicht so bequem, muss ich ehrlich sagen. Darf ich aufstehen? Oder ich probiere das Bett. Probierst du das Bett? Ich mag liegen aufs Bett. Ah. Und wie fühlt es sich an? Sehr gut. Sehr gut. Was mir dort aufgefallen ist, sind die zwei Matratzen. Das spricht nicht für ein frisch verliebtes junges Pärchen, weil sie ja einfach ein Gräbli hat in der Mitte. Und auch wieder eine wunderbare Tapete. Einfach total besonderig. Du, was ist das für ein Boden, Vanessa? Ja. Das, warte, ich muss anfassen. Das ist bestimmt Linoleum. Okay. Jo. Ja, würde ich sagen, ja. Aber ich sehe die Fugen nicht. Das ist fugenlos. Das ist sehr schön. Linoleum kann nicht fugenlos sein. Aha. Es muss irgendwo fugen. Ah, schau mal. Genau. Aha. Ja, ja, das ist. Da hast du es zusammengesetzt. Da hast du geschaut, dass die Fuge da vorne ist. Nein, du hättest wahrscheinlich geschaut, dass die Fuge dort hinten ist und nicht beim Eingang. Als Architektin, genau. Gell? Das hast du völlig recht. Die Küche bleibt treu beim 70er-Jahr-Stil und erinnert mit diesen Farben doch ein bisschen an die bekannte Biene Maya. Und wo haben wir die Tapetengeschichte? Wir haben sie nicht in der Küche. Das wäre ein bisschen unpraktisch. Ja, okay, wir haben jetzt hier die Geschichte mit extrem schönen Blättchen und Uniwand. Die Küche ist auch awesome. Mein Gott, so schön, die Farbe. Also grossartig, die senfgelben Blättchen, die auch so eine schöne Größe haben, so das Längli, also so schön, also super schön mit dem Schwarz und so schlicht und ohne Schnicki-Schnacki, sehr schön, ach, extrem schön. Also wirklich zum Wohlfühlen. Schnicki-Schnacki scheint es auch im Wohn- und Essbereich nicht zu haben. Dafür haben wir hier wieder eine Tapete. Wow, nur ist das eine Tapete wieder? Ja, es muss eine Tapete sein. Und oder ist das... Jetzt waren wir vorne bei den Dracheneiern und jetzt haben wir hier einen Strauss. Ah, ist das ein Strauss? Ah ja. Und schau mal, oh mein Gott, ist das schön. Sehr schön, das Möbel. Wow, ist das schön. Super. Da ist nichts im Zufall überlassen, gar nichts. Und der Stil, wow. Hat nicht Gabriela im ersten Objekt so den Stuhl umgekehrt und gesagt, das ist ein... Mach's jetzt auch. Horge, schnell. Tonet oder Horge Glarus? Hat sie so etwas gesagt? Aber da steht irgendwie nichts. Jeppi Frère, ja, schau mal, da ist jeder anders. Also, jeder anders, das ist super. So, eine... so schön, grossartig. Und Lampe ist auch immer wieder das Thema. Die gefällt mir jetzt nicht so. Joanne Bastia am besten. Von unseren Mitstreiter. Ich denke, die passt am besten zum Adrian. Habe ich meinen Namen gehört? Ah, ja. Der Bodenständig, Adrian. Ist das normalerweise dein Platz? Ich will jetzt dir mit dem Platz ja, wegnehmen, eigentlich oben am Tisch. Oben am Tisch. Ja. Nein, komm, ist alles ist gut. Es wird schon taktiert. Ihr dürft gerne. Ja, man tut noch die letzten Spielspitzen hier. Du passt so gut. Da drin, eh? Ich sitze auch gerne so oben am Tisch, immer. Ja. Ja. Ich nehme es auch nicht persönlich, dass alle so weit weg sind. Ist okay. Ist gut, ist okay. Wie war es hier in der Terrassenwohnung? Schön. Wunderschön. Sehr cool. Sehr schön. Ihr habt ja sicher aufmerksam auch ein paar Sachen erzählt hier in diesem Objekt. Blumen zählen. Bitte, was einfach das? Alles hätte ich zählen können. Ich habe zählt.
Langspielplatte. Jo, haha. Ja. Das ist ein Scherz, oder? Nein. Oh nein. Also wie viel von dieser Langspielplatte steht da hinter mir im Gestell? Die Anzahl. Adrian. 538. 538. Angelo. Angelo, findest du es? Dankeschön für das. 530. Ja, super. 530 für dich. Fabienne? 497. 497 für Fabienne. Gabriela, hast du es erzählt? Nein. Komm, sag es, wenn du weißt es. Ja. Es sind wahrscheinlich weniger. 384. 384 ist notiert. Und Vanessa, was bietest du uns an? 200. Ja. Es sind alle relativ weit daneben. Also der nächste oder die nächste ist über 100 daneben. Die richtige Anzahl sind 667 Langspielplatten. Und der Adrian holt seinen ersten Joker. Yes. Sehr schön. Die anderen schauen am besten ein bisschen zum Fenster aus, die schöne Aussicht. Die Jokerin war ein Camper. Und ich kann mir wirklich super vorstellen, dass der Angelo seine Kids, seine Frau packt mit dem Camper irgendwo, tschüss, irgendwo hinfahrt. Das passt für mich perfekt. Sehr schön. Adrian, verratest du etwas? Du! Nicht du! Adi! Letzter Joker. Letzter Joker. Da muss man immer sehr offen sein. Da muss man wirklich Mitgefühl haben für sie. Ja, total, wirklich. Und Fabian passt nach jedem Joker die Regeln ein bisschen an. Also beim Vorher letzten, und nachher. Beim letzten muss man es sagen. Also komm, ich helfe. Ja, bitte. Wegen dem letzten Objekt. Freizeit. Freizeit. Mhm. Mega Hilfe, danke schön vielmals an dieser Stelle. Ich kann nicht sagen. Vielleicht ist das... wieder ein Velo, ein TÜV, vielleicht. Es kann so vieles sein. Ich glaube, Adrian hat in diesem Schächtel einfach das Bild gesehen von jemandem, der tapeziert. Ich glaube, also Adrian ist nicht mehr rauszukitzeln, aber das ist sein gutes Recht. Und wir gehen mit ganz grossen Schritten Richtung Final. Vanessa, mit was für einem Gefühl trittst du in das Final? Ein gutes Gefühl. Ein gutes Gefühl? Ja. Okay. Muss positiv bleiben. Ja, man muss immer optimistisch sein bis zum Schluss. Gabriela? Ja, ich bin gerade zum Gewinnen. Schon, oder? Ja. Du willst auf was gehen? Unbedingt. Unbedingt. Ja. Gut. Und Fabienne, Joker oder gewinnen? Was wäre wichtiger für dich? Ich will einen Joker und gewinnen und auf was gehen. Und ich bin immer noch total verwirrt. Das regt mich auf. Angela hat immer noch gute Laune. Du weißt, wer wo wohnt. Ich habe meine Vermutungen. Adrian, du hast den letzten Joker gehabt. Ist für dich jetzt alles klar? Hat das geholfen? Das war mein letztes Puzzleteil. Passt. Ist tipptopp. Ernsthaft? Aha. Oh, du blöbst. Es war ein spannendes Abenteuer, mit euch durch die Schweiz zu reisen. Ihr habt uns alle eure Haustüren aufgemacht und wir durften hineinschauen. Danke an dieser Stelle schon mal. Aber jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt gibt es den finalen Tipp. Wie ihr tippt habt, wer wo wohnt, das schauen wir uns jetzt an. Wer wohnt denn in diesem modernen Einfamilienhaus in Allschwil? Hat drei äußerst ordentliche Kinder, die scheinbar alle einen grünen Daumen haben. Im modernen Einfamilienhaus wohnt Fabienne, weil sie vom Alter her dort reinpasst, von der Stimmung her. Ja, orange kommt immer wieder. Oh, schon, ja, das ist wie, ist jetzt wirklich noch. Ja, du verschwindest gerade im Bild. Spannend. Und natürlich wegen ihrem orangen Jäckchen, das so perfekt passt zu dem Bild im Schlafzimmer. Im modernen Einfamilienhaus wohnt Fabienne. Es ist schlicht, elegant, ziemlich urban. Wer lebt im kleinen Landhaus Pfäffikon und empfiehlt gerne Gäste? Im kleinen Landhaus wohnt Gabriela. Das passt irgendwie. Es passt zu mir. Ja, glaubst du, das ist mein Spiegel? Weil sie als Gestalterin so ein Händchen fürs Feine hat. Und das passt total zu ihr. Ja, ja. Sehr hübsch. Sehr schön. Im kleinen Landhaus wohnt Vanessa, weil sie sich nämlich verroten hat. Schlussendlich. Wer strickt denn da? Ja, das ist mir auch unklar. Adrian. Vanessa muss meine Strickpartnerin sein. Wer ist in der Altbauwohnung in der Stadt Zürich daheim? Und gewappnet für jeden Einbruch?
in der Altbauwohnung wohnt Vanessa mit ihrem Mann, der Professor ist und gerne Waffen hat. Histoire militaire de la Suisse. Schon wieder Französisch. Das ist nicht Deutsch angeschrieben. Es gibt nicht nur ich, die Französisch spricht. Das ist aber gleich halt schaurig verdeckt. In der Altbauwohnung wohnt Vanessa. Ich habe das Gefühl, dass ganz viel französische Material, das wir gesehen haben, dort, das kann fast nicht Zufall sein. Und ich würde ihr auch den richtigen Stil geben. Et toi, tu comprends le français? Oui, un peu. Tu vois? Wer wohnt im alten Bauernhaus in Ilnau? Hat selber viel Hand angelegt und ist gern kreativ? Im alten Bauernhaus wohnt bestimmt Gabriella. Das sieht aus wie meine Schau. Ja, ich hätte es gerade sagen, das sieht sehr authentisch aus. Ja. Die Gestalterin. Es hat ganz viele schöne handwerkliche Objekte aus Holz und Metall. Ja, sie passt dazu. Das ist mein Tisch und mein Stuhl. Das passt zu dir, Adrian. Im alten Bauernhaus da wohnt Adrian. Als warmherziger und bodenständiger passt er da rein. Und wer hat sich zu Nussbaumen in der Terrassenwohnung einen Tapetentraum verwirklicht? In der Terrassenwohnung wohnt der Adrian mit seiner Familie. Da hat jemand richtig viel Platz. Hey, so die Terrassenwohnung wohnt der Angelo mit seiner Familie. Das ist ein riesiger Rucksack. Ja, das ist halt so heutzutage. Weil der passt einfach dort rein. Wehe, der wohnt nicht dort. Der Moment vom Finale ist da. Habt ihr mitgeraten? Wisst ihr, wer in welchem Zuhause wohnt? Jetzt kommt der grosse Showdown. Und natürlich fangen wir an mit dem ersten Objekt, das wir heute am Anfang der Sendung besucht haben. Das moderne Einfamilienhaus. Wer von euch fünf wohnt denn im modernen Einfamilienhaus? Die Person soll sich bitte jetzt zu erkennen geben. Tada! Yes! Super! Alles glückliche Augen. Ich glaube, es haben alle richtig tippt, oder? Ich weiß nicht, ich schon, ja. Ich schon? Ich auch. Ich auch. Ich hatte den Joker, für mich war es einfach. Ein Hund. Aber das sagt ja noch wenig aus. Was war denn für ein Hund? Ich weiß es nicht. Aber, so, aber ein Struppi. Ein Struppi. So ein Quirlige, das passt doch. Ja, Quirlig passt. Ich wohne in dem modernen Einfamilienhaus zusammen mit meiner wunderbaren Familie. Dazu gehört mein Mann, der Marc. Und unsere drei Kinder: das ist Anaïs, die ist 19, Emily ist 16 und der Louis ist 13. Und seit etwa mehr als zwei Jahren haben wir noch unseren bezaubernden Hund, den Poili, der nicht nur unsere Familie bereichert, sondern auch meine Schulklasse, weil ich mit ihm zusammen die Ausbildung gemacht zum Schulhund und er begleitet mich, wenn ich arbeite. Der Poili wirkt auch stressend, wenn sie mal Angst haben bei einer kleinen Prüfung. Zum Beispiel, wenn sie mir mehr vorlesen müssen, hat sie vielleicht Angst vor mir. Aber wenn sie im Poili vorlesen dürfen, dann liest man gerne vielleicht auch noch ein bisschen mehr als bei mir. Wir haben das Haus vor 11 Jahren gebaut. Und uns war es wichtig, dass es so nachhaltig wie möglich ist. Und darum ist es ein Holzhaus. Also nicht nur die Fassade raus, sondern es ist wirklich ein Holzelementbau, der auch mit einer Holzheizung geheizt wird. Das Haus haben wir sehr nach unserem Geschmack so gebaut, sodass straight überall die gleichen großen Zimmer, überall die gleichen Böden. Und, aber das Einrichten ist schon ein bisschen mehr mein Ding. Ich kann es gerne, wenn dann eben so die mega modernen so die Sachen reinkommen mit Geschichte. So die alten, der alte Tisch und all die Möbel. So. Es sind also alle gut gestartet. Es gibt für alle von diesen fünf einen Punkt. Sie haben es alle richtig gemacht, sogar Fabienne hat sich am richtigen Ort und wir gehen weiter auf Pfeffikon und gehen ins kleine Landhaus. Die Person, die dort wohnt, soll sich bitte jetzt zu erkennen geben. Geil, Mann. Sehr cool. Der Adrian! Hey, hat es jemand von euch richtig? Ja, ich. Nein. Ja, ich.
Schon? Ihr auch nicht, aber? Nein. Ich schon. Was? Ich schon, ist das richtig. Mhm. Okay, du hast den Joker gesehen. Der Joker ist die Höhe war. Ein was? Also zum Anschauen, Schale. Schale. Ah, ein Schale. Ja, dann ah, das vorne dran. Das Häuschen vorne dran, genau. Wo ein Bed and Breakfast ist. Wo ein Ferienhäuschen ist, ja. Ach, genau. Okay. Ja, in dem kleinen Landhaus, da wohne ich mit Monika, meiner Frau. Wir sind seit 5 Jahren in Pfäffiken und haben in den letzten Jahren hier unseren Wohntraum geplant und erschafft. 2017 haben wir das Schalli nebendran komplett kernsaniert in Eigenregie. Das heisst, vom Dach bis in den Keller alles einmal raus und alles wieder rein, also neu. Und sind dann dort reingezogen, haben ein Jahr drin gewohnt. Und im 18. haben wir dann das kleine Landhaus hier gebaut. Wir haben es selber geplant und gezeichnet und haben es extra so klein gemacht. Das heisst, nur 90 Quadratmeter Wohnfläche, weil wir zum Wohnen eigentlich nicht wirklich viel mehr brauchen. Als wir fertig waren mit dem, sind wir vom Schale übergezügelt ins Landhaus und seitdem vermieten wir Schale als Ferienhäuschen. 2019 ist dann der Gartenshop dran mit Renovieren. Aus dem haben wir dann das Atelier gemacht. Das Atelier ist zum einen der Moni ihren Arbeitsplatz, wo sie ihre Fotoworkshops macht und ihre Coachings. Und zum anderen unser erweitertes Wohnzimmer, wenn unsere grossen Kinder Jessica und Janik mit dem Partner auf Besuch kommen und es dann im kleinen Häuschen ein bisschen eng wird. Cool. Und hast du selber gebaut? Zum Beispiel ja, wir haben alles selber umgebaut. Die Vögelhäuschen ja, die im Garten? Ja, haben wir selber gebaut. Ah, ist cool. Ja. Sehr, sehr gut. Schön. Genau. Es bleibt ja ungemein spannend hier bei dieser Auflösung. Wir gehen zusammen auf Zürich. Wir sind dort in die Altbauwohnung hineinschauen, mitten in der Stadt. Und die Person, die dort daheim ist, die möchten wir jetzt sehen. Nein! Yeah! Angelo! Nein! Ah, das passt nicht. Nein! Nein. Richtige Freudentanz, Vanessa, Fabian. Nein, ich habe einen Punkt. Ja, ja, ich auch. Ja, dafür ist meins zusammengebrochen. Ja, meins auch total. Ich bin mitten in Zürich, hier in der Alpo-Wohnung mit meinem Papi zusammen. Aufgewachsen bin ich in Olten. Zusammen mit meiner Mami, mit 20 bin ich dann aber auf Zürich gezogen. Dort habe ich zusammen mit meinem Papi eine WG gegründet und das ist sicher speziell. Das Haus ist im Familienbesitz und was auch noch besonders ist, ist, dass hier meine Großmutter und meine Brüder wohnen. Das Haus ist in den letzten Jahren renoviert worden und wir wollten, dass das möglichst in dem Stil von wie vor 100 Jahren umgebaut wird. Unsere Einrichtung wirkt schon etwas speziell. Das sind alles Familienerbstücke. Im Keller habe ich meine Werkstatt eingerichtet. Und hier bin ich jetzt am Tüfteln und am Entwickeln. Joker, Joker. Jemand, der gerne wandert. Weil ich so viel in meiner Werkstatt bin, genieße ich sehr, wenn ich in die Natur rausgehe und wandern. Eine Frage müssen wir noch kurz klären. Es hat doch die eine oder andere historische Waffe. Woher kommen die? Mein Urgroßvater hat für eine Waffenfabrik gearbeitet. Und früher waren viele Techniker auch Waffenspezialisten. Ja, nach dem Uhrmacher macht es bei uns auch Tick-Tack, Tick-Tack. Die Uhr läuft. Noch 2 Objekte müssen wir klären, wer dort daheim ist. Und bevor wir das machen, schauen wir kurz auf den Zwischenstand. Der Adrian, der Angelo, die Fabienne und auch die Gabriela haben bis jetzt alle 2 von 3 richtig getippt. Vanessa liegt mit 3 richtigen Treffer in Führung. Die einen brauchen noch ein bisschen Punkte, müssen noch ein bisschen aufholen. Ich hoffe, es sieht gut aus bei eurer Bilanz daheim beim Mitraten. Wir gehen auf Ilnau. Unsere Reise ist in ein altes Bauernhaus gegangen. Wer ist dort daheim? Die Person soll sich doch jetzt zu erkennen geben. Yeah! Ja. Gabriela! Wenigstens ein Punkt. Hast du ihn gehört? Ja. Sehr gut. Haben Sie alle gewusst? Du auch? Nein. Hast du nicht? Nein. Du hast wen im alten Bauernhaus gehabt? Der Adrian. Schon? Ja, ja, bodenständig. Irgendwie so ein bisschen das Warmherzige. Irgendwie habe ich das Gefühl, er passt besser drin. Ja, dann schauen wir doch, wie der Alltag in Ilnau im alten Bauernhaus aussieht.
Ich wohne mit dem Danny, mit meinem Mann, in diesem alten Bauernhaus. Unsere Kinder sind beide schon ausgezogen, das sind Kim und Noah. Wir haben zuerst im Tagebuch gelebt, haben dann aber etwas gesucht in der Nähe von Uster, weil mein Mann sein Musikgeschäft in Uster hat. Und haben dann einfach ganz viel Glück gehabt, dass wir das alte Bauernhaus gefunden haben in Ilnau. Als wir daher sind, in das alte Bauernhaus vor 24 Jahren, hat es überall Teppich drin gehabt. Die ganzen Decken waren einfach. Und wir haben dann einfach das Haus mal zuerst ein bisschen ausgepackt. Wir haben zuerst mal zwei Kinderzimmer gemacht, weil dann schon gleich mal die Noah auf die Welt kam. Und nachher haben wir immer mal wieder etwas daran gearbeitet. Ich habe ursprünglich Dekorationsgestalterin gelernt, habe nachher aber das Lastwagenbillett gemacht, bin auf dem Bau gearbeitet, weil ich auch reisen wollte. Und als Dekorationsgestalterin verdient man herzlich wenig oder hat man dann zumal recht wenig verdient. Darum ja, ist mein Joker der Lastwagen. Jetzt arbeite ich wieder als Gestalterin und Farbdesignerin. Und in dem Job, den ich jetzt mache, helfe ich den Leuten, sich einzurichten, sage ihnen, welche Farben das ihnen wohltun und ja, wie sie sich so einrichten können, dass es für alle stimmig ist. Wow! Oh, jetzt, ich verstehe, der Lastwagen. Lastwagenfahrerin gibt mir dir jetzt auf den ersten Blick nicht wirklich, aber mit dem Schild Gabriela vorhin bist du quer durch die Schweiz durch. Nein, definitiv nicht. Ich habe nie im Fall so ein angeschriebenes Stäffel gehabt. Nein, ich bin nur in Toggenburg, bin in die Kippe gefahren. Und was hast du geladen? Dreck. Erde, Beton, Teer. Das heisst, beim Umbau von eurem alten Bauernhaus hast du den Kipper selber fahren? Ja, das habe ich schon. Wir wissen also, wer im alten Bauernhaus in Ilnau daheim ist. Es fehlt nur noch jemand und das ist ja so klar. Wir haben nur noch eine Person. Also hier in diesem Terrassenhaus in Nussbaumen, da wohnt Vanessa! Yeah! Wollt ihr den Schlüssel als Beweis? Hey, nein! Oh nein, die hätte ich nicht da rein getan. Ja, aber es ist so. Die Terrassenwohnung gehört mir und meinem Mann Philipp. Wir wohnen dort mit unseren zwei Kindern, Tim Lou und Lili Jeanne. Ich bin ursprünglich aus einer kleinen Stadt in Frankreich. Ich habe aber Architektur in Lyon studiert. Und dank Liebe bin ich in die Schweiz ausgewandert. Diese Wohnung war in einem schlechten Zustand, als wir sie gekauft hatten. Wir mussten sehr schnell renovieren, sogar sanieren. Und das war alles in einem Rekordtempo von 4 Monaten, anstatt, sagen wir, vielleicht 9 normalerweise oder sogar 12. Meine große Leidenschaft ist eigentlich Architektur. Aber nebenbei, wenn ich Zeit habe, tue ich Nähen und kulturell ziemlich viel. Auch so Konzerte, Ausstellungen, Museen und die Natur ist uns sehr wichtig. Und wir haben einen VW-Bus, das war mein Joker. Mit dem Büsli gehen wir immer wieder auf Abenteuer mit den Kindern und das ist wirklich ein Freiheitsgefühl. Es ist unser drittes Baby. Und damit wissen wir jetzt, wer wo wohnt und schauen auf den Endstand. Der Adrian, der Angelo, die Fabienne und die Gabriela haben je noch einen Punkt dazugeholt, während Vanessa alles richtig getippt hat. Ja, das heisst, wir haben jemanden, der alles richtig hat, eine einzige Siegerin und das ist die Vanessa! Vanessa, du gewinnst natürlich und zwar 2 Übernachtungen im Giardino in Ascona mit Begleitung. Herzliche Gratulation. Danke. Ich freue mich riesig, aber es ist mega schade, dass ihr nicht mitkommt. Dann nehmt euch den Camper dann an dem Wochenende. Ah ja, wir kommen in ein Büsschen. Falls ihr selber das schönste Heim habt, dann macht doch mal mit als Kandidatin oder Kandidat bei Wer wohnt wo. Mir würde es freuen, mal bei euch reinzuschauen. Es ist ein Abenteuer, das sich wirklich lohnt, mal mit dabei zu sein. Alle Informationen gibt es online auf srf.ch/wer-wohnt-wo. Mir würde es freuen, auch euch mal kennenzulernen. Für heute sagen wir aber danke fürs Dabeisein, habt eine gute Zeit und bis bald, wenn wir wieder in fremde Wohnungen und zu Hause reinschauen. Habt Sorge, bis gleich.